Hallo Fotofreunde, in dieser tollen Location habe ich einen Sitzpartner auf meiner Couch und wer das ist, das wird er gleich selber sagen. Es wird der Gast von unserem nächsten Frame Club im Februar sein. Ja, jetzt habe ich auch genug geteased. Es ist der Martin Dürr, der zu meiner linken oder rechten, je nachdem von wo man guckt, sitzt. Und weil wir das ja gerne spontan machen, möchten wir euch natürlich locken, zum nächsten Frame Club zu kommen. Martin, du hast jetzt genau eine Minute Zeit, unsere Zuschauer mal ein bisschen zu locken, warum sie uns beide auf der gelben Couch sitzend besuchen sollten. Okay. Bitte schön. Es gibt natürlich neben den Bildern, die ich gemacht habe, in Porträt und People-Fotograf, gibt es natürlich auch zu jedem Bild auch sehr viele Geschichten, natürlich auch die Hintergrundgeschichten, wie ich zur Fotografie gekommen bin, warum ich überhaupt fotografiere und dass Fotografie eigentlich überhaupt kein Wunschberuf war, aber trotzdem mein Leben momentan ausfüllt. Und ich bin Lumix Ambassador seit 2018, fotografiere ausschließlich mit Lumix-Kameras und da werde ich auch ein bisschen drüber berichten, über die Erfahrungen und was ich damit alles gemacht habe. Ja, das. Ich glaube, da bist du, ich habe jetzt extra mal nicht auf die Uhr geguckt, ja, genau. Gut in der Zeit. Wenn die Zuschauer oder unsere Gäste vom Frame Club jetzt schon ein bisschen Bock bekommen haben, wo könnten sie im Internet denn mal ein paar Bilder, ein paar Arbeiten von dir finden? Gut, das ist www.martindürr.com. Und natürlich die aktuellsten Arbeiten und Stories auf Instagram auch, das ist Martin Dürr Photography. Liebe Frame Club Gäste, wenn ihr Bock bekommen habt, bitte schaut euch mal die Arbeiten von Martin an, die sind große Klasse. Und ich glaube, wir haben jetzt gerade schon mal so ein bisschen geschwatzt, das wird ein ganz kurzweiliger Abend. Wir hätten das Video bald schon nicht produziert, weil wir wirklich so in die schönste Nebensache der Welt, die Fotografie, eingestiegen sind. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr dann im Februar unsere Gäste beim Frame Club seid. Bis dahin. Ich freue mich auf euch. Bis dann. So, jetzt wird's ernst. Hallo, einen schönen guten Abend zusammen. Hallo YouTube. Wir haben gerade gerätselt, der wievielte Frame Club es heute ist. Wir sind uns nicht ganz einig geworden, der 6. oder der 7. Ich möchte ganz kurz, bevor wir zum heutigen Hauptthema des Abends kommen, einmal ganz kurz nochmal die Idee hinterm Frame Club schildern, weil das Schöne ist, ich sehe immer ganz viele Gesichter, die wiederkehrend hier sind, aber auch immer mal wieder neue Gesichter. Und die fragen sich vielleicht, was machen die Menschen da, was veranstalten die da? Mein Name ist Klaus Helmich, ich bin freiberuflicher Fotograf aus Remscheid, unter anderem auch als Fototrainer hier bei Fotokoch tätig. Und wir hatten halt hier mal die Idee, diesen etwas vielleicht angestaubten Fotostammtisch, den man so landläufig kennt, ich sag mal so ein bisschen zu modernisieren. Und da war die Idee halt, dass wir halt von diesen strengen Sitzordnungen abweichen. Heute sind wir wieder ein bisschen normaler geworden, weil viele Leute da sind. Es gibt Getränke, wer sich noch nicht bedient hat, bitte nochmal machen. Ne? Also auch kein Problem, jetzt während des Formats jetzt nochmal aufzustehen. Bier und Nüsse, ein bisschen was zu knabbern, dass ihr euch halt wohlfühlt. Und ich sag mal, wir sind ja alle hier zusammengekommen. Es geht ja um ein Thema, die Fotografie, die verbindet uns alle. Genau, das ist der Gedanke vom Frame Club. Alle 2 Monate veranstalten wir das. Wir haben immer andere Gäste hier in der Regel und es geht im weitesten Sinne immer um Fotografie. So, und bevor ihr mir jetzt alle einschlaft bei diesem ganz langweiligen Intro meinerseits, dazu würde ich genötigt, dass ich es nochmal sage, auch gerade für unsere YouTube-Zuschauer, die jetzt hoffentlich zahlreich zuschauen. Heute geht es nicht um den Frame Club, es geht nicht um mich, sondern es geht um unseren Gast, den Martin Dürr. Hallo, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, danke. Vielen Dank. Was du nicht weißt, das geklatscht wurde aufgrund eines Gastes, hat man bisher noch im Frame Club. Also finde ich schön, das ist ja schon mal eine ganz besondere Situation. Ganz speziell, herzlichen Dank. Vorweg möchte ich jetzt schon mal eine Entschuldigung schicken. Martin und ich, wir haben uns natürlich die Köpfe zusammengesteckt, wie wir den Abend interessant gestalten können und sind beide zum Entschluss gekommen, unser Konzept ist keins zu haben. Wir lassen das Gespräch einfach mal laufen. So, wenn mir mal was nicht einfällt, was ganz oft passieren kann, seid ihr natürlich auch gefragt. Also das ist auch so ein Gedanke von unserem Frame Club, dass nicht nur wir beide hier interagieren. Bitte, wenn euch irgendwas aus den Fingernägeln brennt oder wenn wir irgendeine Frechheit von uns geben, wo ihr sagt, nee, das gibt es nicht, haut bitte genau dazwischen, weil wir möchten natürlich auch gerne strittig diskutieren. Immer.
Also Fotografie ist auch Provokation, insofern gerne Zwischenfragen oder andere Meinungen haben, finde ich ganz wichtig. Genau, keine Hemmung, ruhig gerne auch, wenn ihr was habt, relativ laut, damit im Stream die Frage auch ankommt. Und ja, ich habe den Martin gerade schon mal ein bisschen geschockt. Ich habe gesagt, Martin, ich habe dich gestalkt heute den ganzen Tag. Und als er dann meinen Zettel gesehen hat, konnte man über den Mann tatsächlich einiges im Internet finden. Das Internet vergisst nichts. Genau. Aber Martin hat schon gesagt, alles gut. Da stehen eh nur Sachen drin, die ich auch preisgeben wollte. Ja. Ich hau jetzt einfach mal so ein paar Punkte raus. Martin hat auch Fotos mitgebracht und er hat mir schon gesagt, wenn irgendwas passt. Genau. Aber mir fällt eigentlich schon eine Frage ein, ohne dass ich hier drauf gucke. Deswegen mache ich das auch erstmal so. Du bist ja nicht von Anbeginn der Zeitgeschichte schon Fotograf gewesen. Nö. Das heißt, es gibt ja auch noch ein Leben vor der Zeit. Ja. Martin Dürr, der Fotograf. Magst du denn vielleicht mal ganz kurz fangen wir mal eben. Ja, geht. Also Grundschule. Grundschule, gut. Ja, aber nee, also musste anfangen eigentlich damit, dass ich als Kind gern gezeichnet habe. Und vielleicht noch früher anfangen, dass mein Vater bei Agfa Gewert Kameraentwicklung in München die Entwicklungsableitung geleitet hat. Unter anderem mitverantwortlich ist für den roten Punkt, Ritsch, Ratsch, Klick, diese Kameras. Aber mein Vater war ein rein dokumentarischer, technischer Fotograf. Er hat Mathematik und Physik studiert, war für mich super als Kind. Also, okay. Und spannend auch als ganz Kind. Spannend. Ja. Und er hat viele Patente über Belichtungsmesser, Belichtungsmesssysteme. Er hat, also wir haben tausende von Dias noch zu Hause, alle korrekt belichtet, inhaltlich. Jetzt nicht unbedingt, ihm war wichtig, die korrekte Belichtung, alles andere, sind Schmetterlinge korrekt belichtet, Flugzeuge, Häuser, alles mögliche. Also Foto muss technisch. Kein Kreativer. Also konnte schon sehr gut malen, auch zeichnen. Ja. Aber in der Fotografie hat ihn die Physik dahinter interessiert, die Technik. Er hat abends vorm Schlafengehen Bücher über Bolsche Algebra gelesen. Also das war jetzt nicht meine Welt. Mhm. Da wusste ich, Fotografie ist interessant, aber nicht in dem Maße. Also wenn, dann kreativ. Und analoge Fotografie war sehr langwierig. Also ich habe es schon auch gemacht, habe es dann auch während dem Studium, habe Grafikdesign studiert, hatte ich natürlich Kontakt zur Fotografie. Mussten wir auch fotografieren, Vergrößerungen machen, abwedeln, keine Ahnung, alles mögliche. Aber es war okay, aber es war jetzt nicht mein Herzblut daran. Mhm. Insofern immer Kontakt zur Fotografie gehabt, dann auch später durch Zufall zum Thema 3D, Computergrafik gekommen. Mhm. Also früher erst noch in der Werbung gearbeitet und dann durch Zufall, weil mich das interessiert hat. Ich hatte einem Kunden eine Weltkugel als Logo gemacht und der sagt zu mir, es gibt jetzt Programme, die sowas auch machen können. Da habe ich gesagt, keine Ahnung, müsste ich mich mal informieren. Mhm. Das war dann der Anfang von dieser fast 20 Jahre. Habe ich im 3D-Business gearbeitet, für Computerspiele, für Spezialeffekte im Fernsehen. Ich kann nachher auch gerne mal was dazu zeigen. Oder auch jetzt, vielleicht, wenn es passt. Also du bist dann tatsächlich gelernter Grafikdesigner. Genau. Studierter. Ich muss jetzt leider das Bild ganz kurz wegmachen, das ist nicht schön. Aber ich werde hier einfach mal was raussuchen. Vielleicht fangen wir einfach mit den ursprünglichen Wurzeln an. Und zwar, müsste eigentlich relativ schnell gehen. Komme ich eigentlich aus der Illustration. Und passiert heute auch noch ab und zu, natürlich nicht mehr in dem Maße, weil wenn ich fotografiere, kann ich nicht zeichnen, wenn ich zeichne, kann ich nicht fotografieren. Also momentan ist tatsächlich Hauptaugenmerk die Fotografie. Okay. Allerdings sind diese Elemente wie 3D-Computergrafik und Illustration fließen immer wieder mit ein. Was man dann auch, das ist das Nächste, weiter, genau. Das sind jetzt erst nochmal einfach Illustrationen aus vergangenen Jahrzehnten. Darf ich da direkt einmal kurz zwischenhaken? Illustration bedeutet tatsächlich, dass du mit Stift auf Papier gezeichnet hast? Oder war das schon, dass man über ein Tablet am Computer? Anfangs nur analog, dann digital und analog. Ich habe auch immer was gezeichnet, eingescannt, digital überarbeitet, wieder ausgedruckt und so weiter. Und das auch für in dem Bereich 3D-Computergrafik für sogenannte Matte-Paintings benutzt und für Texturen auf Objekten und so weiter. Also das kam mir dann schon auch zugute. Das ist halt
die unterschiedlichsten Sachen. Waren das jetzt Sachen, die du in Kundenaufträgen jetzt gemacht hast, die wir sehen? Zum oder Teil, einfach da waren auch Sachen dabei wie der Drache oder so. Das war irgendwann, wie gesagt, das habe ich ja vorhin erzählt, zu diesem Thema 3D-Computergrafik gekommen und hatte da natürlich auch wieder mit Fotografen zu tun. Mhm. Das da oben ist der Fotograf, der und da unten auch der Jan Steinhilber, das ist ein Fotograf aus Hamburg. Und die Firma ist Cerone, auch aus Hamburg. Und da war zum Beispiel oben, das ist für den Juwelier Bucherer, da war die Idee, dass quasi die diebischen Elstern um diesen Laden rumsitzen. Das waren 3 oder 4 Kampagnenbilder. Mhm. Und die Vögel sind bis auf den ersten vorne links alle digital erstellt. Die habe ich also im Computer gebaut, habe die texturiert, angemalt im Computer, also als Modell. Okay. Und dann wurden die quasi von Animatoren wieder zusammengesetzt und ins Bild gebracht. Okay, der Schritt, den hast du dann aber final nicht gemacht. Also du hast das Modell erzeugt. Das Compositing, das haben die anderen gemacht. Aber da wusste ich auch schon, was der Fotograf will. Könntest du nochmal ein Bild eben zurückgeben? Ja, genau. Das sieht jetzt für mich jetzt aus, ich will nicht sagen, so leicht Manga-mäßig angehaucht. Geht das in Richtung Comic oder wofür wird es sowas verwandt? Ich habe es mal von einem amerikanischen Kurator prüfen lassen und der sagt, es ist eine Mischung aus Comic, Manga und mittelalterliche Illustration. Mhm. Muss ich dem glauben? Nö, wenn der das sagt, dann stimmt das auch so. Dann, genau, dann wird das schon so richtig sein, hinterfragen wir das nicht. Ne? Nee. Aber da kannte ich jetzt auch schon zum Beispiel, deswegen muss ich das Bild auch nochmal nehmen, aus dem unteren, die Hornet. Das war eine Idee von dem Fotografen, das ist ein sogenannter Schuss, also quasi er wurde nicht beauftragt von Honda, aber hat gesagt, jetzt will er umsetzen, Honda Hornet mit Hornissen. Aber ich kann keine Hornissen trainieren, die auf dieses, geht halt nicht, ich kann ja auch nicht mit Honig. Mittlerweile geht das, glaube ich. Naja, und die wurden alle digital erstellt, also habe ich eine Hornisse gebaut. Mussten wir erst mal informieren, was gibt es für Hornissen und so weiter und so fort. Und das ist alles digital gebaut. Das wäre jetzt schon direkt meine nächste Frage gewesen. Elster oder Hornisse? Ja. Wenn du weißt, du musst ein computergeneriertes Modell davon erzeugen. Ja, ja. Wie gehst du das an? Holst du dir Tierbücher? Genau. Tatsächlich. Es gibt eine, aber da bin ich drauf gestoßen, es gibt eine japanische Hornisse, die schaut aus wie eine Manga-Figur. Also das konnte ich nicht nehmen. Mhm. Das wurde dann auch Honda vorgelegt und die haben sich dann für eine entschieden. Mhm. Okay, gut. Aber die Modelle, die du dann in Büchern oder sonst wo findest, sind erstmal zweidimensional. Für dich ist dann ja der Schritt. Ja, da muss ich, das war das, dieses Umdenken. Man muss dann von 2D auf 3D denken. Kommt da mit Sicherheit bei der Fotografie auch zugute wieder, weil man einfach auch weiß, wie man Licht einsetzen kann, obwohl das dann nochmal eine ganz andere Geschichte ist, weil am Anfang steht man da wie Ochs vom Berg, weil man einfach wenig Ahnung hat. Im Computer kann man die Lichter überall hinschieben, also das ist kein Problem. Okay. Und abschlussmäßig waren dann die letzten Projekte dann die für Jaguar. Da habe ich eine Methode entwickelt, wie man quasi, die Autos wurden alle im Studio aufgenommen, wie man eine realistische Reflexion, die auf dieser Brücke oder an der Straße am Gardasee aufgenommen worden ist, auf ein im Studio fotografiertes Auto bringt. Das geht doch gar nicht. Das geht schon, aber es ist... Da möchte man jetzt aber auch ein bisschen was verraten haben davon, oder? So ganz laienhaft? Ist schwierig. Ja, dachte ich mir das oder sonst, das dachte ich mir. Aber es geht. Und weshalb ich die Bilder drin habe, die sind entstanden mit dem, wenn ich einer Frage von dir vorgreifen möchte, zusammen mit einem amerikanischen Fotografen, dem Clint Clemens. Das hätte ich nicht gefragt. Der war Canon Explorers of Light. Okay. Und das ist der Mann, der mich eigentlich zur Fotografie gebracht hat. Den habe ich über diese Jobs kennengelernt, aber nicht mit der Maßgabe, ich möchte Fotograf werden. Also, ich möchte Fotograf werden, stand nie auf dem Plan. Das war weder ein Wunsch noch sonst irgendwas. Auch nicht, wie vielleicht manche denken, jetzt so Fashion-Fotografie. Nee, das ist gekommen. Nochmal eben zu den, ich sag mal, sind ja Composings, denke ich jetzt mal. Ja. Dein Job war jetzt wirklich daran, du hast Fotoauto bekommen, Fotolandschaft bekommen. Genau. Und hast das dann so generiert, dass es eben so aussieht, wie es aussieht. Genau. Also eigentlich bei mir ging es nur um die Reflexion auf dem Auto. Ah, okay. Ja, ja. Also ist ganz dediziert. Aber da wusste ich halt schon, was will der Fotograf? Was braucht er? Das hat mir jetzt später natürlich schon geholfen. Ja. Aber nicht mit dem Hinblick, ich möchte ja gerne Fotograf werden. Das war zu der Zeit auch Photoshop da schon noch Mittel der Wahl dafür? Ja. Okay. Ja. Das war. So alt sind die Autos noch nicht.
Weil du gerade sagtest, das war früher. Ja, genau. Ja, ja. Also für ja, mich ja, früher. Ja, ja, ja. Schau mich an, ich bin ja nicht mehr so jung. Also, und rechts die Bilder, die sind rein computergeneriert. Das war für die Corbis Bilddatenbank speziell für die generiert. Aber die gibt es ja auch nicht mehr, in einem chinesischen großen Konzern auch. Ja. Die Straßenbahn in Autobahn, also rein fototechnisch sieht das so aus, als hätte der Fotograf jetzt auf einer Ladefläche von ihrem Wagen gezogen, lange belichtet. Ist das tatsächlich alles Post-Production? Da ist ein Truck gefahren und hat also ist Sachen, tatsächlich, genau, das wäre jetzt ja auch nochmal interessant gewesen. Aber da sind überall Trucks genau. gefahren und haben die Landschaft fotografiert, okay. damit ich dann auch was zur Verfügung habe. Okay. Und wenn ich jetzt weiter erzähle, müsste ich dich umbringen. Das kann ich nicht machen. Ich bin ja auch ein Held. Ich würde jetzt hier für das Format auf mich nehmen, aber okay, ich habe schon verstanden. Die Bilder sind entstanden, ich glaube, 2005 oder 2006. Und der Non-Disclosure, damit ich irgendwas drüber reden darf, hat 5 Jahre angedauert oder 6 Jahre sogar für Jaguar. Das sind die Autos schon längst auf der Straße gefahren, durfte ich noch drüber reden. Also, jetzt haben wir jetzt ist es verjährt, vorbei, jetzt aber ist halt vorbei. Auch nicht alles. Nur nicht so alles. Sein. Okay, gut. Dann. Was ist der Grund vom Autohersteller, das dann zu machen, dass der vorher schon nicht auf die Straße muss? Ja, genau. Das ist der Hauptgrund gewesen, weil einfach die Kosten. Früher wurden halt die Autos alle in Container gebracht, irgendwo hingeflogen, hingeschifft, hingemacht. Und das war zu teuer. Und bevor man das Risiko eingeht, dass man vielleicht die Autos sieht, das so gemacht. Ja, und das kennt jeder. Das war wirklich einer der interessantesten Jobs überhaupt. Happy Hippos. Was wir damals nicht wussten. Ich habe mich jetzt nicht getraut zu fragen, weil du gesagt hast, das kennt jeder, aber gut. Happy Hippos. Was wir damals nicht wussten, dass, wie die Figuren gebaut worden sind, dass die George Lucas persönlich abgenommen hat. Aha. Er hat ein Kino, hat sich die Sachen dann angeschaut und dann gesagt, ist okay oder nicht okay. Bei den Stories musste öfters gefeilt werden, weil die nicht ins Star Wars Imperium gepasst haben. Ja. Zu niedlich wahrscheinlich, ne? Also gut, das ist jetzt die Vorgeschichten zur Fotografie. Ja. Und stell mir doch noch eine Frage. Du machst das ganz gut. Was habe ich jetzt falsch gemacht? Okay. Ja, wahrscheinlich ist genau mikrofonmäßig zu laut. Ja, dann kann ich ja, eben wieder brücken. Pass auf, okay, ist überhaupt kein Problem. Okay. Dann stelle ich dir jetzt mal eine Frage, womit du jetzt auch nicht rechnest. Oh. Alter. Wir haben ja gesagt, Frame Club ist ein Format, wo Fotografen, Fotografie Interessierte zusammenkommen. Und ich finde, das, was wir jetzt gemacht haben, das gehört ja jetzt auch dazu, dass wir jetzt einfach mal geguckt haben, wo sind deine Wurzeln, wo kommst du her? Mhm. Wir haben jetzt gerade, frech wie wir waren, uns natürlich schon mal ein bisschen beschnuppert, damit wir uns jetzt hier nicht in die Haare kriegen. Und mich hat jetzt einfach mal interessiert, seit wann der Martin eigentlich fotografiert. Und Martin, seit wann fotografierst du denn eigentlich? Also, ernsthaft Porträtfotografie seit Anfang 2014. Also damit aber auch noch nicht die Maßgabe, ich möchte damit Geld verdienen. Ich habe nur einfach, muss vielleicht dazu sagen, ich hatte vorher einen Workshop geschenkt bekommen. Burlesque-Fotografie in München. Und mit mir waren, ich glaube, 4 andere Fotografen. Ich hätte damals noch Nikon. D7000. Wie hast du denn jetzt eigentlich gelandet? Ja, Lumix. Wir müssen einmal ganz kurz erwähnen, der Martin ist Ambassador für Lumix und ist deswegen, also nicht deswegen, aber das muss einfach auch mal gesagt werden. Also du hast irgendwann... Genau, ich habe gewechselt. Das ist aber auch nochmal eine Geschichte für sich. Machen wir gleich, vergesse ich nicht. Warte, notiere ich mir eben. Und wie gesagt, also ich hatte einen Workshop und da kamen alle mit riesen Bots und Objektiven und ich hatte diese mickrige Kamera und ich habe mir nur gedacht, naja, gut, also ich mache halt meine Fotos und schauen wir mal. Ich war allerdings der Einzige, der bearbeitet hat und auf 60er Jahre, 50er Jahre getrimmt hat. Habe sie dem Modell geschickt und die sagte, das ist ja toll, super. Wir haben nächste Woche eine Veranstaltung. Möchtest du nicht mal ein bisschen Bühnenfotografie machen? Okay. Ich weiß nicht, was er noch macht. Jonas, wenn das nicht geht, wir haben das schon mal gemacht, dann rutscht dem Martin auf die Pelle und dann sprechen wir in mein Mikro. Bin ich zu leise? Ich vermute mal, er sagt, jetzt ist alles gut. Alles gut. Gut, und das war quasi so ein Anfang überhaupt in die Personenfotografie zu kommen. Landschaft fand ich schon immer interessant und so und auch Architektur, aber mit Menschen war es einfach schöner.
Hat mehr Spaß gemacht. Hätten wir nicht noch Zeit, würde ich sagen, das ist ein schönes Schlusswort. Mit Menschen ist es einfach schöner. Aber wir sind ja, wir wärmen uns ja gerade erst auf. Genau. Ich habe in deiner Vita ja, wir springen jetzt ein bisschen. Aber ich fand den Namen so geil. Du hast mit dem Fotografen, den du gerade genannt hast, ich muss jetzt mal einmal ganz kurz. Genau. War das eine Modelagentur? Nee, Models nee, from Mars. Das waren einfach so außergewöhnliche 3D-Modelle, die wir erstellt haben. Okay. Und das sagte der Clint, wir nennen die Firma einfach Models from Mars. Okay, und ich war tatsächlich bei Modelagentur, das sehr, ich sag mal, ausdrucksstarke Models hier da. Das kommt erst später. Okay, das ist auch ein schönes Thema. Okay. Das ist immer so eine Dinge zu machen. Ganz richtig, da haben die Kennedys geheiratet. Ja? Also das ist übrigens auch eine sehr pittoreske Landschaft da. Ich habe mir mal kann man sehr schön fotografieren. Landschaft ist einfach traumhaft, die Menschen. Aber da hast du ja noch nicht, ne? Ambitioniert. Da habe ich noch nicht ambitioniert mit Menschen fotografiert. Naja, okay. Also der Clint kam irgendwann und sagte zu mir, ich habe mit Sicherheit den Fauxpas begangen. Der hatte ja wirklich, er hat ein riesen Fotostudio gehabt in Newbury Street, hat sehr viele Autos fotografiert, Mode, Action, alles Mögliche. Und wir haben Urlaub bei ihm gemacht. Mhm. Und ich war einer der wenigen, oder glaube ich der Einzige, der mir einfach ein Fotobuch geschenkt hat. Alle anderen werden gesagt haben, da kannst du keinem Profi-Fotografen ein Fotobuch schenken. Ich habe es aber gemacht. Ja, da kenne ich nichts. Und irgendwann kam er zu mir und sagte, Martin, du sollst anfangen zu fotografieren. Dann habe ich gesagt, du bist Amerikaner, du bist höflich. Das ist wirklich so. Und er ist jetzt auch für die vielen Jahre hinweg sowas wie ein Mentor gewesen. Okay. Und das muss ich jetzt mal vielleicht einschieben, ganz kurz, dass die Amerikaner ein bisschen anders machen wie die Europäer. Da kommt keine richtige Kritik, wenn Bilder jetzt nicht so gut sind. Da kommt, du könntest beim nächsten Mal vielleicht Rauch benutzen oder mach doch mal dies oder es kommen Tipps. Aber nicht so wie in deutschen Foren, das Bild ist scheiße. Das geht gar nicht. Das ist ja jetzt noch vornehm ausgedrückt. Aber das ist keine Kritik, das ist eine persönliche Meinung. Ich gehe mal davon aus, habe einige Freunde, die Kunsthistoriker sind, die müssen Bilder beurteilen, auch wenn sie ihnen nicht gefallen. Und müssen sie nach ihrer Qualität und Herstellung und Maltechnik beurteilen, auch wenn sie ihnen nicht gefallen. Mir persönlich gefällt zum Beispiel die Mona Lisa auch nicht, aber ich muss zugeben, sie ist maltechnisch einwandfrei. Und das fehlt in der Kultur hier, Bilder zu beurteilen und dann eher Tipps und Tricks an die Hand zu geben, wie einfach ein Bild schlecht zu machen. Meine Bilder sind auch nicht so gut. Also um Gottes Willen, das wäre ja vermessen. Aber es muss ja ein Freiraum sein, um sich weiterzuentwickeln. Das ist ganz wichtig. Du bist noch in einem Online-Portal, wo es Fotoportale. Ja, das hat sich da genau. Ja, genau. Lumifaktur. Erzähl doch mal darüber. Das passt ja ganz gut zu dem Thema, was du jetzt hier genau. Ich war vorher nie in irgendwelchen Fotoclubs, Fotogemeinschaften, und ich habe über eine Fotozeitung einen Artikel gefunden, über eben diesen Fotoclub. Die Lumifaktur ist damals von Fotoportale. Und habe einfach den Autor geschrieben. Da gab es dann Aufnahmeregeln und da wurde man beurteilt von den Bildern her. Und ich habe es dann quasi als einer der wenigen geschafft, die Porträts machen, dort aufgenommen zu werden. Die anderen haben meistens Architektur, Landschaft gemacht. Und der Club ist leider nicht mehr so aktiv, aber es finden immer noch regelmäßig Treffen statt. Und das war schon ganz hilfreich zu sehen, was andere machen, wie man sich aufnimmt. Da hat auch immer eine gewisse Etikette geherrscht. Bilder anderer beurteilt hat. Mhm. Und das vermisse ich halt oft. Ich mache ja auch für in verschiedentlich so Portfolio-Reviews und mein Gott, da ist es einfach nicht ratsam, wenn man denjenigen, der ja eigentlich in dem Sinne hilfesuchend kommt, sich weiterentwickeln möchte, einmal erstmal eine drüber gibt. Mhm. Es ist jetzt nicht mein Ding. Ich kann mich außerdem nicht über andere stellen.
Wenn, dann kann ich vielleicht eine Hilfestellung geben, aber auch einen Rat nur, wenn ich darum gebeten werde. Aber das ist persönliche Ansicht. Du hast jetzt gerade, bevor wir hier gestartet haben, eine fand ich sehr, sehr schöne Sache gesagt. So sinngemäß, du musst mir jetzt nochmal helfen, wenn man Bildkritik will, mach alles, nur pack's nicht in Deutschland ins Internet, so ungefähr. Ne? Es ist mit Fotoclubs, ich weiß, es sind viele organisiert in Fotoclubs und das ist auch ganz gut, weil man zusammen Sachen machen kann. Aber wenn man ehrliche Bildkritik will, ist es sehr, sehr schwierig. Also sehr, sehr schwierig. Da muss man versuchen, dass man fundierte Bildkritik bekommt, die einen weiterbringt. Das ist, Tatsächlich bin ich jetzt der Schuldige. Schuldige. Ja. Okay, ich bin es ausnahmsweise mal nicht. Also ich muss ja zugeben, oder mir passiert es auch immer wieder, wenn ich im Internet mir Fotos angucke und dann halt auch mal so Kommentare anlese, dass das Ganze nach schon einem festen Schema abläuft. Der Erste schreibt, das Bild ist gut. Der Zweite, das Bild ist schlecht. Mhm. Und der Dritte sagt dann, Punkt, 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 deine Mutter. Genau. Und dann hat das ja überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und wie du schon sagst, das ist halt super, super schade. Also wir machen ja, das kann ich jetzt so am Rande vielleicht anbringen, wir machen einen unserer wichtigsten Workshops, den wir machen. Wir haben auch eine Fotografie-Schule, Workshop-Schule. Und einer der wichtigsten Kurse ist der Kurs Sonntags im Museum. Und zwar ist der komplett ohne Kamera, da gehen wir in ein Museum und ich erkläre anhand der alten Meister, wie Bildgestaltung funktioniert oder was die sich gedacht haben. Und das ist immer sehr hilfreich, weil die hatten zum Teil mehr Zeit, haben sich mehr damit befasst, Bildeingang, Bildausgang und so weiter und so fort. Da kann man sehr viel lernen und da gibt es zum Schluss gibt's eigentlich einen Tipp und einen Trick, den man machen kann, wenn man wirklich ein Bild beurteilen möchte, macht man es am besten selber. Und zwar, in der Schule eine Bildbetrachtung gemacht. Oder Bilderzählung. Also man kriegt ein Bild und muss beschreiben, was da drin ist in diesem Bild oder was. Ah, okay. Ja, genau. Ja. Jetzt setzt man jemanden auf die Couch, der eigentlich Fotografie keine Ahnung hat, verbindet ihm die Augen und nimmt eins seiner Lieblingsbilder. Versucht dem gegenüber oder der auf der Couch mitsitzt, zu versuchen zu erzählen, was man da macht. Da kommt man sehr schnell drauf, dass manche Dinge zu banal sind. Zu sehen, ein hübsches Mädchen im Gegenlicht im Kornfeld. Wenn das die Bildaussage ist, ist wenig. Mag sein, dass das wirklich schön ist, aber es ist so schnell vergessen. In der heutigen Zeit, wo Millionen Bilder hochgeladen werden und man gerne, und da kann sich niemand von ausnehmen, der Fotografie macht, gerne hat, dass seine Bilder auch eine gewisse Betrachtung finden, möchte ja, dass jemand, der die anschaut, auch mal ein bisschen länger darauf verweilt, vielleicht einen Kommentar dazu abgibt, ob jetzt gut oder schlecht, aber und da lernt man seine eigenen Bilder ganz gut kennen. Wenn man die im Freundeskreis zeigt, der aus lauter Fotografen besteht, bekommt man halt Fotografenmeinungen. Aber niemand, der sagt, ja, das Bild sagt mir jetzt nichts oder das Bild ist sehr schön. Weil eben keine Ahnung von Fotografie hat einfach ein Bild beurteilt nach dem, was er sieht oder was seine Vorstellungen von Bildhaftigkeit sind. Hm. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Was würdest du denn jetzt, ich sag mal, jungen, aufstrebenden Fotografen raten, um sich zu entwickeln? Shooten, shooten, shooten. Also wirklich fotografieren, fotografieren, fotografieren. Mal einen Workshop machen, mal zusammen mit anderen fotografieren. Also Männern kann ich nur empfehlen, mit Frauen loszuziehen. Ja, genau. Es ist einfach ganz wichtig, weil Frauen... Als Mann nehme ich mich nicht davon aus, dass ich sage, das ist ein tolles Objektiv, super, und da habe ich super drin und alles, es wird mich schon retten. Tut es nicht. Und Frauen ist das völlig... Nein, ich finde das, weil das ist ein nicht völlig zwanglos auf ein, jetzt in der Fotografie auf das Gegenüber zugehen und fotografieren. Und das fehlt Männern oftmals. Und wenn man zusammen mit Frauen fotografiert, stellt man fest, die stand ja eben genau da, wo ich stand und macht so ein tolles Bild. Also nur zum Verständnis, du redest jetzt mit Frauen losziehen, Frauen, die fotografieren oder Frauen, die du fotografierst? Frauen, die auch mit fotografieren. Wir haben ja ein Model, einen Mann und eine Frau, die fotografieren. Ja. Da lernst du mehr, wie wenn du jetzt mit einem männlichen Part losziehst. Also du vertrittst die Aussage, dass du sagst, per se würden Fotografinnen haben eine andere Herangehensweise an der Kommunikation oder auch...
Völlig. Als Mann? Ja. Mhm. Okay. Habe es letztens auch wieder bei einem Coaching gesehen. Das war einfach auch eine ganz andere Herangehensweise, die ich habe. Und jetzt habe ich schon viele Portrait-Shootings gemacht und weiß, wo es haken kann oder wo nicht haken kann. Aber es war interessant zu sehen, dass die völlig, völlig befreit da agiert hat, ohne sich Gedanken zu machen. Klar muss ich immer wieder Gedanken machen, wenn jetzt was nicht gut läuft. Aber im Prinzip ist das schon wichtig, mal, dass man über den eigenen Tellerrand blickt. Ist das bei Frauen egal, ob ein männliches oder weibliches Model vorne steht? Hast du da Unterschiede bemerkt? Im Prinzip, ja. Denen geht es ums Bild. Das tut es uns auch, sagen wir. Aber im Prinzip sagen wir, ne? Im Prinzip spielt für Männer die Technik schon auch noch eine gewisse Rolle. Ich frage jetzt mal provokativ, aber was nutzt mir die lockerste Herangehensweise, wenn ich meine Technik nicht beherrsche? Die musst du natürlich beherrschen. Bis zu einem gewissen Grad wäre das nicht schlecht, aber Fehler passieren. Mhm. Wenn man dann weiß, was passiert ist und wie man es beheben kann, das ist natürlich schon sinnvoll. Am Ende vom Tag bei einem Shooting, wie wichtig ist die Versiertheit in meiner Technik und wie wichtig ist die Interaktion mit dem Model? Also ich finde die Interaktion mit dem Model fast wichtiger wie die Versiertheit an der Technik. Bei der Technik. Also die Kameras sind so gut und so gereift, dass du mit relativ wenig Einstellungen auch wieder zur... Du hast einen Fehler gemacht, kannst ihn schnell korrigieren. Verbal einen Fehler gemacht? Zum Beispiel frage ich immer, wenn die Schüler jetzt lachen. Ne? Ja. Also nehme ich davon nicht aus. Ein Shooting, wenn ich ein Shooting mache, egal in welchem Model, frage ich auch männliche Model, wo ihre Schokoladenseite ist. Ja? Weil, wenn du das weißt, gehst du mit dieser Seite immer zu. Mhm. Auch wenn du es musst schauen, also wenn sie es nicht innerhalb von einer zehnten Sekunde sagen können, dann haben sie keinen. Also dann gehen beide Seiten gut. Aber ich hatte letztens auch ein Model, die hat gesagt, sie hat keinen, kämmt sich über die Haare, macht eine Seite. Hm? Also dreht sie mir ihre Seite zu. Dann habe ich den Fehler bei dem dunkelhäutigen Model gemacht und gesagt, wo ist deine Schokoladenseite? Sie hat aber souverän reagiert und gesagt, insofern. Ja, aber Kommunikation ist wichtig. Und die Kommunikation mit dem Model ist wichtiger wie die Kommunikation mit der Kamera. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Am Anfang habe ich auch eher mit der Kamera gesprochen, mit dem Model. Und das hat sich gelegt. Also, ein Tipp hast du jetzt echt mitgegeben. Ist ja jetzt auch keine neue Weisheit, aber ich finde trotzdem, manchmal sind die einfachen Sachen, die man erholen muss. Also fotografieren. Es geht, denke ich, einfach darum, um Erfahrungen zu sammeln und souveräner zu werden. Das ist Routine. Genau. Also das ist auch, ich mache jetzt ja nicht nur Shootings, sind kommerzielle Shootings. Ein kommerzielles Shooting hat immer den, sage ich jetzt Anführungsstrichen, Vorteil, es bringt Geld. Und den Nachteil, dass du in einem gewissen Rahmen arbeiten musst. Spielfeld ist gesteckt, ne? Es gibt auch die Frage, Mach. Ja, vertrau dir. Das ist dann am allerbesten, ne? Das ist am allerbesten. Ja. Und dann braucht man aber, zu wem kommt er? Zu dir. Oh, mein Fehler wieder. Das ist heute Running Gag. Also, ja, mach ich. Aber, ich guck mal hier. Das Interessante ist, wo war ich jetzt stehen geblieben? Das ist mich völlig aus dem Konzept gebracht. Nee, ich glaube, der Jonas ist das. Soll ich es auch rausnehmen? Okay. Wie man sich weiterentwickelt, waren wir dazu gesagt, dass Kunden, die sagen, mach so, ja, einfach. Genau. Und deswegen auch dann, also freie Shootings machen, weil da ist man ja mit einem gewissen Herzblut dabei. Wenn jetzt alle anderen, die damit teilnehmen, auch mit einem gewissen Herzblut dabei sind, kommt auch was Tolles raus. Und nur so kann man sich weiterentwickeln. Mit einem Kunden sich weiterentwickeln, kann funktionieren, kann nicht, aber es ist halt, irgendwo muss ja die Miete herkommen und das Essen auf dem Tisch. Aber man möchte sich als Fotograf, kann sich ja niemand davon ausnehmen, gerne auch weiterentwickeln. Absolut. Vom Stil her oder es gibt auch immer wieder Fotografen, die sagen, nee, das reicht, das ist alles okay, ist gut. So, das die nächste Frage hört sich an wie eine Suggestivfrage, ist aber keine. Würdest du aufstrebenden Fotografen raten, Workshops zu besuchen? Ja, schon. Also. Spaß beiseite, ja, du machst klar. Natürlich auch Workshops. Lass uns mal ein bisschen über das Thema Workshops reden. Du hast jetzt gesagt, wir. Also meine Frau, die leitet die Workshop-Schule, aber ich bin Fotograf und sie ist
Buchhaltung. Das Gehirn dahinter, okay. Quasi die alles konzipiert macht, organisiert. Das, wo finden wir die Workshops, wenn der eine oder andere mal in dein Portfolio da reingucken möchte? Der andere findet die auf der Webseite oder ich habe einen Zettel ausgeteilt, da kann man hinten mal draufschauen, da steht das, die Adresse drauf. Okay. Ist www.fotografie-workshops.de. Wie viel, sehr einfallsreich, aber... Ja, mein Gott, das brennt sich ein. Ja. Wie viele verschiedene Workshops bietest du aktuell an? So viele? Zu viele. Zu viele? Nee, nicht zu viele. Es gibt Fotografen, die noch mehr anbieten, aber sehr unterschiedliche, wobei wir auch, also es gibt Film Noir, es gibt natürlich obligatorische Homeshooting, es gibt Auslandsreisen wie Venedig, wie Marrakesch, wir fahren nach Kuba, ich bin in Zingst, allerdings Zingst sind zwei Kurse schon komplett ausgebucht, es gibt allerdings noch einen am 24. im Gespensterwald, wer sich dafür interessiert. Ist auch ein schönes Shooting in der Nähe von Rostock. Und Workshops in der U-Bahn. Also ein bisschen die Workshops von dem Konzept her ein bisschen anders wie vielleicht bei anderen Fotografen. Es gibt auch natürlich ganz klassische Porträtworkshops. Aber ich mag gerne die Fotografen. Also was ich nicht mache, ich trieze niemand beim Workshop. Ich bin es auch nicht der Technik-Nerd, der quasi eine Kamera erklärt. Die meisten, alle, die hier sitzen, können ihre Kamera bedienen, wissen, was ISO ist, können das einstellen, Blende, Zeit und so weiter, da muss ich nicht helfen. Das Konzept von den Workshops ist insofern ein bisschen anders, weil ich eine unterschiedliche Sichtweise zu manchen Dingen habe, wie andere Fotografen. So, das möchte ich. Da dürfen wir wissen, was das ist, ja, weil du kannst Beispiel, jetzt uns ja nicht hängen zum lassen. Zum Beispiel Rudelshooten. Das geht gar nicht, sagt man. Ne? Genau, unglaublich. Genau. Aber es gibt Situationen, die erfordern das einfach. Zum Beispiel Venedig-Workshop. Da haben wir vor 2 Jahren 2 Tänzerinnen dabei gehabt. Dann gehen wir auf den Markusplatz und die springen. Wenn ich jetzt für die 10 Teilnehmer jedes Mal 10 Minuten springen lasse, ist die... Genau. Und es ist eine Herausforderung. Klar, es gibt auch Fotografen, die sagen danach, ich... Studio, da kann ich abschließen, habe 2 Lichter, das Model und ich bin für mich und da kann mir nichts passieren. Mhm. Weil da gucken Leute, ich muss einen Punkt finden, eine Position und muss verstehen lernen, was das Model für einen Rhythmus hat, um richtig abdrücken zu können. Klar kann ich auch Feuer stellen, ich hab auch, was ganz super ist, wenn man platzende Luftballons macht, 6K Fotomodus bei den Lumix-Kameras. Aber man sollte auch ein Rhythmusgefühl bekommen, mhm, für sein Gegenüber. Es gibt natürlich auch Models, muss ich auch zugeben, es gibt Models, die kommen, mit denen kann man oder kriegt man keine besonders guten Ergebnisse, weil die einfach ein ganz anderes Rhythmusgefühl, mhm, haben, wie man selber. Mhm. Bis zu einem gewissen Maß kann man sich darauf einstellen, aber wenn ich die jetzt dann ständig korrigieren muss, ein bisschen langsamer, mach doch mehr das, dann wird es vermutlich nicht funktionieren. Das ist zum Beispiel 1, wir haben auch einen Workshop in der U-Bahn. Und es ist auch zeitmäßig oft nicht möglich, dass jeder 10 Minuten Zeit bekommt, das zu machen. Also muss man sich arrangieren und es funktioniert. Die Leute entwickeln sich weiter, sie finden ihre Position, sie machen mal was ganz anderes, gehen einfach mal komplett außenrum. Wie regelst du das bei diesen Situationen, wo im Rudel geshootet wird, ja, die Interaktion mit dem Model? Wer führt? Du? Einer ist der Chef. Einer ist der Chef. Mhm. Wenn es keiner sein will, bin ich's. Okay, das und da schaut sie hin. Also es gibt ein paar Models, die können das, die können alle abarbeiten, alle Shoot, ja, alle einfach mal gucken, mal dies und jenes machen. Manche können es nicht, aber dann gibt es halt einen. Und da müssen sie auch wieder eine Rolle übernehmen. Also es ist schon so, dass sie von mir, sie werden an ihre Grenzen. Manche wollen drüber hinaus, schaffen das. Und sprichst du vom Model oder von Fotografen? Die Models müssen eh viel. Aber deswegen... Also inwiefern, dass du dann wirklich sagst, hier probier noch mal oder? Weil wir, da macht man eine Besprechung. Also lasse ich da erstmal in Ruhe, die fotografieren und nachher wird auch schon mal Bild besprochen. Mhm. Und dann stellen sie meistens selber fest, hier wäre ich doch bloß 2 Meter nach links gegangen. Mhm. Sie kriegen ja nochmal die Gelegenheit, das nochmal zu korrigieren. Aber das ist ist natürlich auch ein Lernen. Ich sag mal, Kritik ist ja wichtig, ja, beim Fotografieren, aber ich glaube, die Kunst ist ja auch, Kritik zu verpacken. Ja. Dass sich der Schüler, nenne ich ihn jetzt einfach, mhm, mal, sich auch was davon annimmt. Gleichwohl ist ja immer das Problem, über Geschmack kann man sich ja trefflich streiten. Ja. Wie schaffst du es dann auf den Workshops, deine Kritik anzubringen, sodass
nicht zwingend eine Abwehrhaltung ist, sondern dass sie den auch erreicht. Also was ich festgestellt habe über die Jahre hinweg, ist es meistens das Gestaltungsthema. Mhm. Weil das auch nie irgendwo gelehrt wird, dass man, wie man Bilder gestalten kann, aus einem, sagen wir mal, einem relativ einfachen Bild doch noch vielleicht ein dynamisches Bild macht. Mhm. Wenn man überhaupt Mittel und Wege findet, Bilder interessant aufzubauen. Da gibt es bestimmte Regeln. Ich habe da auch einen Vortrag, den ich ja immer mache. Da würde ich jetzt direkt, wir versuchen ja natürlich jetzt auch unsere Frameclub-Besucher, die ein bisschen anzuteasern, dass sie vielleicht auch mal in einen deiner Workshops kommen. Würdest du dir jetzt mal vielleicht so 1 bis 2 Bildgestaltungstipps, die du sonst für teuer Geld raushaust, an uns hier teilhaben jetzt lassen? Weil wir sind ja nicht einfach nur so gekommen. Dieses Bild. Wobei, zu diesem Bild hätte ich gern was erzählt. Bitte, aber das macht nichts. Doch, machen wir. Wir machen kurz einen Break. Ich merke mir das. Das ist zum Beispiel... Ich dachte auch schon, oder der Jonas kommt schon wieder. Nee, den sehe ich gerade nicht ganz gut. Das ist ein Bild zum Beispiel mit einer Gestaltungstechnik, die nennt sich Forced Perspective. Kennt jeder Instagram-Leute, die den Mond festhalten, den Schirm von Pisa. Ja? Das ist diese Technik nur ein bisschen seriöser angewandt. Mhm. Zu jedem Bild, das ich hier ausgesucht habe, gibt es eigentlich auch eine Geschichte. Das Model, was wir hier sehen, ist die Stefanie, die war 2016 Playmate. Und sie kam eines Tages zu mir und hat gesagt, dann habe ich gesagt, jo, da gibt es garantiert Fotografen. Aber, sag ich, das ist nicht meins, ne? Wobei, also vielleicht Männer auch mal Frauen. Für einen Mann. Versuchen einfach sich mal... Dann haben wir das gemacht, Make-up-Artist und so weiter. Und was man hier bei diesem Bild nicht weiß, es waren 4, es war schweinekalt. Und das ist ein Steg, der am Ammersee ist. Das ist Schnee, das sind keine Wolken. Dann würde sie auf den Wolken sitzen. Hinten ist 3 Meter runter in den Ammersee. Also die hätten nicht viel bewegt. Also man kann Techniken, die man vielleicht irgendwo gesehen hat und sagt, ah, jetzt hält da schon wieder einer den Mond zwischen den Fingern, kann man auch anders einsetzen. Man muss sich halt nur mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Also es gibt, das ist zum Beispiel eine Technik, Force Perspective. Jeder kennt den Dutch Tilt, der nichts mit den Holländern zu tun hat, aber das ist quasi, man hat ein statisches Bild, kippt die Kamera, um das Ganze ein bisschen dynamischer zu machen. Ist auch sowas. Mhm. Ein Tipp. Und ein Tipp. Das kann man ins Unendliche treiben, aber es kann... kann man alle übereinander packen. Es gibt zum Beispiel einen ganz einfachen Trick, wie man seine Bilder selber auch gut überprüfen kann, ob was mit den Bildern nicht stimmt. Das haben früher die Maler auch gemacht. Du nimmst es in Photoshop, dieses Bild, und spiegelst es einfach mal. Einfach mal spiegeln. Oder auf den Kopf stellen. Okay. Das haben die Maler auch gemacht. Die haben natürlich einen Spiegel hingestellt. Und dann sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gibt es auch dieses einfache Beispiel, man geht in den Wald, wenn jetzt aber einer durch den Wind gebrochen ist, ist ein Diagonal. Das sind solche Dinge, die baue ich auch in meine eigenen Bilder ein, damit die Leute an den Bildern hängen bleiben. Also meine Bilder sind deswegen auch oftmals nicht perfekt gestaltet, also oder perfekt gemacht, weil Leute sagen, ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob ich das Bild dabei habe. Stopp. Mach nochmal bitte das Bild einmal. Eine technische Frage noch bei der Eisprinzessin. Ja, bitte eine technische Frage. Ich hoffe, die interessiert jetzt nicht nur mich. Gut. Wie hast du da ausgeleuchtet? Ich habe das die Sonne machen lassen. Tatsächlich? keine Reflektoren, kein gar nichts? Nein, gar nichts. Okay. Also was man feststellen wird, greift jetzt einfach mal vorweg, weil man in diesem Modus, ich muss einfach mal ganz kurz durchblättern. Mach mal. Also ich wollte gleich dir sowieso nochmal gezeigt geben, du hast ja die Bilder mit Sinn und Verstand ausgesucht, hast du vielleicht die Geschichte dahinter, also im Rahmen, ne? Im Rahmen. Genau, ja. im Rahmen. Also jetzt, wenn ich im Studio fotografiere, verwende ich zu 90%, würde ich sagen, ein Blitz. Ein. Also alle... Kein Dreilicht-Setup, was kommt... Warum nur ein? Nur ein Blitz? Das ist alles viel zu kompliziert, dauert viel zu lang und... Ja. Dann drehe ich an dem rum, verändere was. Okay. Und dann geht es wieder nicht, dann werde ich was in der Kamera. Okay. Und dann ist eine halbe Stunde weg. Und nur für Technik. Ich habe kein Bild gemacht. Ja. Das ist schlecht. Und es kann, man muss sich immer vorstellen, auch bei einem noch so perfekten, geplanten Studioshooting kann das schiefgehen.
Oder es geht auch schief. Und ich müsste ja, gut, ich bin jetzt zum Beispiel auch nicht der Streetfotograf. Mhm. Und da gebe ich offen zu, 400 mm Tele durch Schaufenster beim Venedig-Workshop, die war schon so erschöpft, die hat sich auch nicht schnell bewegt. Ne? Also. Oder hier, du kommst den ja gar nicht aus. Du gehst nach links, er geht nach links. Du gehst nach rechts, er geht nach rechts. Also er will fotografiert werden. Da macht man solche Bilder. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der Geborene. Ich bewundere die Streetfotografen, mhm, die einfach den Mut, das Können haben, diese Bilder zu machen. Finde ich toll. Du hast jetzt gerade was zu deinen Workshops erzählt, dass du auch in verschiedenste Länder, oder das Beispiel jetzt Ballerina auf in Venedig, ja, oder in der U-Bahn. Ja. Musst du da wirklich dezidiert planen, dass du an den Stellen shooten darfst? Ja. Weil, okay, ja, weil ich wollte... U-Bahn ist es normalerweise so, ich weiß nicht, wie es hier ist, aber in Berlin und in München ist es so, wenn du ohne Genehmigung fotografierst, in München ist es Wirtschaftsspionage, wenn du das machst. Wird ähnlich geahndet. Okay, tatsächlich. Sollte man nicht tun. Ja. Und wenn du eine Genehmigung hast, das ist eigentlich kein Problem. Also das ist dann wahrscheinlich die ganze Logistik, die deine bessere Hälfte dann schon für dich übernimmt, ja, wo du gesagt hast. Genau. Weil der Künstler muss ja arbeiten. Der hat ja für die profanen Dinge dann genau. Ja, also deswegen eigentlich an dieser Stelle ein ganz dicker Dank an meine Frau, die das alles so mitmacht. Den Rücken frei. Aber auch sehr viele Ideen beisteuert. Schön. Und das finde ich immer ganz wichtig, weil viele Projekte sind auch mit ihr zusammen entstanden. Du hast gerade auch von Kuba, von einem Workshop auf Kuba gesprochen. Ist es denn tatsächlich so, dass jeder Workshop mit Models ist? Oder? Nee, das ist einer ohne. Ach so, tatsächlich, das macht der Martin auch. Das macht der Martin auch. Weil du sagst, es ist ja Landschaft, ist ja eher weniger so dein Ding, ne? Ja, oder habe ich falsch zugehört? Landschaft ist weniger mein Ding, weil ich mache es schon und ich mache es auch gerne, aber da gibt es Menschen, die das richtig, richtig gut können. Mhm. Und da denke ich, bin ich im Porträt noch besser. Also okay. Momentan noch. Okay. Vielleicht ändert sich das. Ich weiß es nicht. Ja. Es ist jetzt ja kein Porträtfotografie, ist jetzt ja nicht in Stein gehauen, dass ich das bis an mein Leben mache. Aber ich orientiere mich auch. Also es gibt Regeln, die für die Landschaftsfotografen gelten, die gelten auch für Porträtfotografen. Das ist jetzt nicht so abwegig, dass man sagen muss, das beide hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Gibt es für dich so eine Lieblingsbildgestaltungsregel, wo du sagst, die findet man in jedem meiner Bilder? Oder ich kenne sie nur und breche sie. Da muss ich jetzt aber suchen. Ja. Da wird es jetzt ein bisschen komplizierter. Und ich muss die Brille nehmen. Ich hoffe, der Jonas killt mich nicht. Nee, noch kommt er nicht. Noch sitzt er da hinten ganz. Oh, was ist er aufgestanden? Nee, such mal in Ruhe weiter. Er ist aufgestanden. Ja. Das ist nie ein gutes. Nee, alles gut. Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen neugierig, weil wenn er jetzt so lange nach einem Bild sucht, scheint das ja irgendeine Bildgestaltungsregel zu sein, die wir alle noch nicht kennen. Ja, so, doch, das gibt es natürlich, aber die muss ich erst suchen. Ja genau, das ist diese Regel. Die stammt auch nicht von mir. Es geht um die barocken Diagonalen, das sieht jetzt erstmal ganz fürchterlich und verwirrend aus. Es geht um die barocken Diagonalen, das ist sogenannte dynamische Symmetrie, also kommt von den alten Meistern. Es geht um die Diagonale von links oben nach rechts unten und von links unten nach rechts oben. Und schauen wir uns einfach mal Bilder an. Ich habe mich mit dieser Technik, die kommt von einem Hawaiianer, der hat die weiterentwickelt und wieder auffrischen lassen, habe ich mir gedacht, die Drittelregel ist okay, aber die Drittelregel macht aus einem schlechten Bild kein gutes. Mhm. Also, und nach dieser dynamischen Symmetrie habe ich mir gedacht, kann ich mir das überhaupt, Drittelregel kann man sich ja noch einigermaßen vorstellen, kann ich danach arbeiten. Also habe ich Bilder gemacht und habe dann quasi den Raster drüber gelegt und geschaut, ob das funktioniert. Also rechts sieht man ein Bild aus der neuen Pinakothek und da sieht man, dass an diesen Schnittpunkten bildwichtige Elemente sind, die für den Betrachter und für die Betrachtungsweise und die Bildführung eminent sind. Maria, Jesuskind, die Hände. Und das links ist ein Bild, was in München entstanden ist. Und da sieht man quasi Schnittpunkte der Hände, der Mund. Beide Diagonalen gehen da durch die Augen, die oberen Diagonalen. Also es funktioniert, man kann danach arbeiten. Da habe ich gedacht, na gut, probierst mal andere Sachen. Funktioniert also. Ist, in der Mitte ist quasi ihr Kopf, der Pompon, das Ellenbogengelenk, Kreuzungspunkte am Kopf. Ich habe jetzt mal auf die Schnelle gezählt, es sind ja mindestens 8 Schnittpunkte, die elementar sind, oder? Ja, ungefähr. Also wichtig ist schon mal, wenn Sachen auf den barocken Diagonalen liegen,
Hier habe ich zum Beispiel persönlich das Glück gehabt, dass der junge Mann Angst hatte, ins Wasser zu gehen. Also stand er da 5 Minuten oder länger, konnte ja so toll das Bild aufbauen. Also ich frage mich jetzt wirklich, wie schaffst du es, die Linien auf dann, wenn du durch den Sucher guckst, drauf? Also ich glaube gar nicht, das habe ich einfach sozusagen... Irgendwann geht es. Weil bei dritter Regel geht es ja jetzt irgendwie noch, man kann das Raster ja auch einblenden lassen. Vielleicht wäre das ja mal ein Novum auch für Lumix, dass man vielleicht das Raster einblenden kann. Also mal ehrlich, kanntet ihr das? Also, schön, man kann die Leute nur überraschen, ist schön. Ich natürlich, aber nein, Spaß beiseite, ich kannte es auch nicht. Das funktioniert, man kann das machen. Spannend. Und dann habe ich mir überlegt, gibt es aber Fotografen, die so gut sind, dass sie das quasi verinnerlicht haben, ohne es eigentlich zu wissen, die barocken Diagonalen. Jetzt muss man einfach ein bisschen vorgehen. Jeder kennt dieses Bild, vor allem die älteren Herrschaften unter uns. Da haben wir gedacht, das kann ja nicht konstruiert sein. Der Mann stand am Ring, es gab das K.O., er hat abgedrückt, fertig. Ja, passt das? Wow. Der Unterlegene ist komplett in diesem unteren Dreieck drin, ja. Muhammad hätte noch ein bisschen weiter rechts gehen können, dann wäre es perfekt gewesen. Mann. Aber im Prinzip funktioniert das. Es geht um die barocken Diagonalen. Mehr muss man nicht wissen. Barocke Diagonalen. Also speichern. Das ist der erste Geheimtipp wirklich. Das ist tatsächlich so. So, jetzt gehen wir nochmal zurück zu den... einfach nochmal Bilder suchen, damit ich irgendwas dazu erzählen kann. Ein schönes Bild. Such du mal deine Bilder. In der Zwischenzeit ist ja nicht so, ich habe relativ wenig von meinem Zettel bisher abgearbeitet. Ich habe Zeit. Der Zug geht morgen früh. Ah ja, hier zum Beispiel Landschaftsaufnahmen. Wolltest du eine Landschaftsaufnahme? Wir würden gerne eine Landschaftsaufnahme von dir sehen, weil du ja eigentlich lieber Menschen fotografierst. Gut, also Landschaft geht auch. Man wird bei meinen Bildern feststellen, dass meine Bilder relativ... Porträtfotografie relativ flach ist in der Anmutung. Ich fotografiere hauptsächlich Telik, weil ich das von, ich komme aus der Illustration, ich mag es gerne, wenn es plakativ ist. Es gibt Leute, die lieben 35 mm. Mhm. Ich habe kein einziges 35 mm. Mhm. Aber das ist eine Sache, die man selber entscheiden muss beim Shooten. Also bei den Workshops kommen die Leute tatsächlich nicht wegen, ich weiß nicht, was ich für eine Zeit einstellen soll. Die meisten kommen, was nimmst denn du jetzt da für ein Objektiv? Mhm. Und dann ist wirklich immer die Sache, das musst du ausprobieren. Es gibt manche, die kommen dann halt mit 35, 50, 85, um im Endeffekt dann zu sagen, ich habe das meiste mit dem 105er gemacht. Gibt es für dich eine Lieblingsbrennweite? Also alles ab 85. Okay. So toll, ja. Tatsächlich. Aber, ganz ehrlich, es gibt von Panasonic, gibt es gerade für das MFT-Format, gibt es 10er 25, umgerechnet 20er 50 mm. Ich habe es zum Testen bekommen, da habe ich mir gedacht, Freunde, das ist ein Objektiv für Leute, die Landschaft machen oder Street oder irgendwas, aber... Nicht für dich. Nein. Und dann festzustellen, ist ja cool, unter anderem solche Bilder zu machen. Das ist in Santa Cruz auf Teneriffa entstanden. Opernhaus, ne? Das ist von dem Calatrava, dieses Opernhaus. Und, der hat doch auch Sydney gemacht, ne? Oder bin ich mir, hat er nicht das Opernhaus in Sydney auch gemacht? Der hat verschiedene Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob er das Opernhaus in Sydney gemacht hat. Also in Valencia, wo er herkommt, ist. Ich glaube, auch eine Brücke in Sacramento in den USA, meine ich auch. Er hat ja immer diese geschwungenen Linien, diese Elemente da mit drin. Zum Beispiel auch solche Sachen. Ja, es macht mir schon auch Spaß. Oh Gott, das sind Leute auf dem Bild, das auch hier mal drauf. Ne? Ich wollte gerade sagen. Oder das ist aber keine People-Fotografie. Ne? Ist rechts wieder, ist das wieder Santa Cruz? Ja. Aber links die Säule ist so ein anderes Bild. Ich wollte gerade sagen, also ich war da halt auch schon mal. Ich dachte, habe ich den Spot übersehen? Aber okay, jetzt sehe ich von hier, ich muss nach vorne, dann sehe ich den Strich. Okay, okay. Das wäre jetzt ja, genau. Also Landschaft geht schon auch. Wenn ich will, geht's. Tut es weh? Nein. Nein. Kann man nicht okay, sagen. Okay. Aber mit Menschen ist schon noch. Was fasziniert dich an der People-Fotografie? Oder warum würdest du sagen, das ist eher dein Favorit? Ist es tatsächlich die Herausforderung, sich auf dein Model einzustellen, dem eine Höchstleistung zu entlocken? Man kann in einer gemeinschaftlichen Arbeit, jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied, in einer gemeinschaftlichen Arbeit kann man mehr erreichen. Also mehr als der Einzelne je vermag.
Und das aus einem Shooting rauszukitzeln, ist eigentlich die Herausforderung. Mhm. Ich weiß ganz sicher, ich gehe da rein und weiß ganz sicher, ich gehe mit einem guten Bild nach Hause. Und deswegen mache ich mir auch keinen Druck. Wenn es zwei sind, ist perfekt. Wenn es fünf sind, ist es fantastisch. Und es sind meistens mehr als fünf. Aber man kann sich nicht den Druck machen. Und es kann immer wieder was passieren. Ich will jetzt einfach noch mal ganz kurz schauen. Ich habe garantiert ein Bild, dann würde ich dazu noch was erzählen, was da eigentlich schiefgegangen ist. Also, nur damit ihr wisst. Such du mal in Ruhe. Ich habe ja noch was auf dem Zettel. Ich versuche es mal noch mal von vorne. Der Martin hat zum Beispiel, frech wie er ist, gesagt, vom iPhone bis zur DSLR wird alles benutzt. Also er outet sich da tatsächlich als Handyfotograf. Da muss er uns gleich auch nochmal Rede und Antwort stehen, oder? Dann macht er das zuerst. Habe ich dich jetzt wieder aus dem Suchen rausgebracht? Okay. Da ist ein Brillenglas rausgefallen, das ist nicht gut. Also sehe ich jetzt nur noch auf einem Auge. Mit dem zweiten sieht man besser. Also das ist alles mit dem Handy entstanden. Insofern benutze ich es auch noch, es ist eigentlich so ein, ich übe Gestalten damit, selber auch. Also, weil da kann ich ja, da muss ich mich bewegen. Auch selbst wenn diese Handys Zoom-Funktionen haben. Also wie eine Festbrennweite. Wie eine Festbrennweite, da muss halt rumgehen, schauen, was man sieht. Es geht um Sehen, es geht um Verstehen, wie Licht funktioniert, wo Licht herkommt, wo Licht hingeht und so weiter. Und das kann man eigentlich ganz gut mit dem Handy machen. Und wenn man dabei nicht vergisst, dass man vielleicht nachher auch noch ein Bild macht mit der normalen Kamera. Aber das sind jetzt einfach Bilder, die mit dem Handy entstanden sind. Unterschiedlich. Berlin, auch Porträtshootings, Hamburg, Italien. Mhm. Da gibt es auch. Aber man sieht schon, auch das ist wieder sehr illustrativ, plakativ. Also ich bin der Linie, bin ich mir schon treu. Das ist mein Ding. Ja. Handy. Und bei dir geht, also wenn ich das jetzt mir anschaue, eindeutig auch die Tendenz eher zum Hochformat als Querformat? Ja, also beim Foto bin ich Hochformat. Deswegen widerspricht ja eigentlich ich wollte gerade sagen, der Bildschirmarbeit, weil da ist es ja eigentlich querformatig. Ja, ne? Ja. Also, du hast gerade, fand ich noch, ich weiß, wir springen hier ein bisschen im Thema, aber ich habe es ja schon angedroht, weil wenn man sich vorher entschuldigt, ist das ja auch nicht mehr so schlimm. Du hast jetzt gerade gesagt, in einem Shooting reicht dir halt, wenn du ein gutes Bild mit rausnimmst. Ja. Also du sagst, manchmal sind es auch mehr. Wie viele Fotos machst du denn oder wie viel entstehen in der Regel? Kann man das sagen, dass du sagst, ich brauche, ich sag mal, meine 200 Fotos, wo ich dann mit einem richtig zufrieden bin? Und die zweite Frage, und die ist noch gemeiner, wann ist denn das Foto für dich gut? Was hat es? Was hat es nicht? Man muss vielleicht ein bisschen dazu vorgreifen. Biegt das Ganze noch mal ein bisschen um, kommt von der Seite rein. Und dann war gut die Frage, ne? Da musst du jetzt, ja, ich weiß. Ich habe nicht immer mit Lumix fotografiert. Ich komme von Nikon. Okay. Und habe dann, glaube ich, über ein Jahr lang meine Frau wahnsinnig gemacht, weil ich gesagt habe, ich möchte wechseln. Weil die Kamera mir zu schwer war, ich hatte dann Schmerzen in der Hand, ich habe eine D800 gehabt und ich habe alles durchprobiert. Und ich hatte eine Kamera eines japanischen Herstellers zu Hause und die war aber kaputt. Ich war leicht verzweifelt und einer meiner besten Freunde ist Videofilmer und hatte die GH5 zu Hause und sie hat ihn angerufen und gesagt, Holger, bitte, tu was. Ja? Also rette dieses Wochenende und leihe eine Kamera. Dann hat er mir die GH5 geliehen, damals noch mit einem Olympus, mit einem 12 auf 100. Gut, dann habe ich das genommen und dann waren plötzlich 90% meiner Bilder scharf. Das war cool. Also das war richtig gut. Und dann bin ich quasi ins kalte Wasser gesprungen, habe gesagt, gut, ich kaufe mir die G9. Die kam da gerade raus. Ich kaufe mir die G9, habe zwei Objektive von Foto Koch gekauft und habe die dann, das 2x40 und habe die dann damit verwendet. Und so kam es eigentlich, dass ich, da haben alle gesagt, von Vollformat auf MFT? Dir werden die Kunden weglaufen. Schauen wir mal. War nicht der Fall. Ich habe mit der G9 also Kataloge geshootet. Also alles problemlos. Was ich damals noch nicht wusste, dass eine S1 kommt.
Da haben sie mich natürlich auch wieder aufgezogen, weil dann was Größeres. Aber sie liegt einfach ergonomisch viel, viel besser in der Hand. Mhm. Und was ich dann am Anfang auch gemacht habe, um zu deinem Thema noch, ich komme schon zum Thema mit. Ich hätte dich zur Not daran erinnert, ja, ja. am Anfang habe ich mir gedacht, okay, da habe ich MFT und da habe ich Vollformat. Da habe ich mir während den Shootings beide Kameras hingelegt und habe immer im Wechsel mit den Kameras geshootet, um zu sehen, ob es für mich eine Gewöhnung gibt. Gab es nicht. Insofern haben die beiden auch immer Platz in der Tasche. Die S1, wenn es ein bisschen vom Licht her schlechter wird, und die S1R, wenn ich Blitz habe und hohe Auflösung brauche, wenn jemand den Reichstag verhüllen will, dann brauche ich viel großformatig. Aber im Prinzip nutze ich beide. Es entstehen, ich würde sagen, im Durchschnitt, also mindestens 300 Bilder bei einem 2-3-Stunden-Shooting. Ja. Ja, okay. Das variiert mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber im Prinzip kann man das so sehen. Jetzt kommt der zweite Teil deiner Frage. Wir sind für einen Kundenshooter und der schaut mir aufs Display, dann sind quasi 90% dessen, was passieren musste, schon passiert. Der sagt dann, das machen wir vielleicht ein bisschen kräftiger vom Kontrast, wir machen einen anderen Ausschnitt, da muss was retuschiert werden, fertig. Wenn ich selber für mich shoote, dann ist dieses Bild nur zu 50% fertig. Dann habe ich schon eine Idee, was ich damit machen möchte, ja? Oder in welche Richtung das geht. Es gibt allerdings auch Bilder, die liegen schon mal ein halbes bis dreiviertel Jahr auf der Festplatte und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Und da würde ich jetzt gerade noch mal versuchen, ein Bild rauszusuchen, falls ich es denn... Mach in Ruhe, ich hau einfach noch mal einen von meinem Zettel raus. Genau, dazwischen hauen. Wie sortierst du denn aus? Also wie entscheidest du, ist das dann intuitiv oder geht das dann um den Bildaufbau? Es geht hauptsächlich um den Bildaufbau. Oder, also klar, verwackelt, unscharf, okay. Da gibt es auch manchmal Bilder, wo ich sage, vielleicht doch aufheben. Also wirklich die komplette, oder das Model hat die Augen zu oder sonst irgendwas, die Sachen kommen raus und dann bleiben die Bilder erstmal liegen. Man muss ja auch erstmal drüber schlafen, dann werden mal die besten Bilder ausgesucht, dann kommt mir mal zu einem, sehe ich wieder was Neues, eine neue Bearbeitungstechnik oder könnte ich machen, könnte ich nicht machen. Und dann hole ich mir vielleicht alte Bilder nochmal her oder entdecke, dass ich bei einem Bild, was ich eigentlich schon gesagt habe, das ist für die Katz, nochmal was machen kann. Was zum Beispiel das andere Fotografen wie die Jamarin lieber alle RAW-Dateien wegschmeißen und nur entwickelte JPEGs behalten. Ist ein Gusto, wie man das für sich behalten möchte. Ja, man sammelt sich natürlich eine Menge an. Vor allem je größer die Auflösungen der Kameras werden, desto mehr Festplattenspeicher braucht man. Es ist einfach so eine Geschichte, die ist ein bisschen schwierig. Aber ich tue mir mit dem Wegschmeißen schwer. Ja, ich glaube, da bist du in guter Gesellschaft. Die hätte ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her gesagt. Auch ohne zweites Brillenglas muss ich jetzt gerade noch mal versuchen, was zu finden, ob ich ein Shooting finde. Ja, hier zum Beispiel. Also, das ist zum Beispiel ein Shooting. Auf der linken Seite, das ist Sebastian, das ist ein wirklich internationales Model aus Berlin. Und ich hatte mit ihm, es wurde ein Shooting vereinbart mit dem Management Berlin, so und so viel Uhr. Gut. Ich kam hin. Ja, er hat einen Job, muss nach Barcelona fliegen. Leider überraschend. Wir haben eine halbe Stunde Zeit. Wow, super. Statt zwei, eine halbe. Ist kein Problem, ne? Und Location, ja, das war gerade so ein umgebauter Verschlag mit einer Milchglasscheibe nach außen hin. Also so breit und 2,50 Meter tief. So, im 24 auf 105, so im Eck. Aber es funktioniert. Also das ist auch nur Fensterlicht. Gut, in Photoshop links noch ein bisschen Gradienten reingezogen, damit es ein bisschen heller wird, aber mehr nicht. Und auch in Photoshop die Schwarz-Weiß-Umsetzung gemacht. Also, das rechts ist mit einem umgerechnet, mit einem, das ist das 50 auf 200 von Panasonic, also umgerechnet 400 mm. Und viele Bilder, die ihr bei mir seht, da bin ich quasi dieser Side-by-Side-Shooter. Also ich mache Bilder aus der Entfernung während des Workshops. Mhm. Während die Workshop-Teilnehmer selber fotografieren, mache ich Bilder. Und deswegen weiß ich, dass
in Anführungsstrichen Rudelschuppen funktionieren kann. Ja. Liegt es jetzt hier an daran, dass du die beiden Bilder zusammengesetzt hast? Jetzt könnte man ja sagen, warum ist der Ellbogen? Dir fehlt die Spitze. Das sind ja so der Klassiker. Ja. Genau. Ne? Muss man jetzt mal frech fragen. Ja, na klar. Ein Tipp, wenn ihr in Berlin seid, geht ihr bitte mal ins Helmut-Newton-Museum. Mhm. Da gibt es angeschnittene Köpfe, angeschnittene Finger, unscharfe Bilder, alles bewusst eingesetzt, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ich hatte letztens ein Bild gemacht mit einem Model, das in Berlin fotografiert, und ich habe ihr wie Shiva Arme dazu gemacht. Mhm. Aber ich habe halt nicht, auf der einen Seite habe ich drei gemacht, auf der anderen Seite waren zwei. Das geht ja gar nicht, das geht ja gar nicht. Bleiben und sagen, das stimmt nicht, da fehlt einer. Zack. Ziel erreicht. Ja. Ja. Also, das sind solche Sachen, mit denen man arbeiten muss. Ich würde auch nie, deswegen bin ich jetzt auch nicht der Super-Beauty-Fotograf, außer der Kunde will es und gibt es dem Retoucheur, ist ja alles ganz gut, aber ich würde jetzt nicht aufwendig Haare retuschieren. Mhm. Ich mag das, wenn es nicht perfekt ist. Mhm. Das ist aber meine Sache. Mhm. Es gibt Leute, die können ganz toll retuschieren und machen Super-Beauty-Aufnahmen, bewundere ich auch, aber nicht meins. Kann man sich vorstellen, dass es von dir Bilder in der Öffentlichkeit gibt oder im Internet, die out of cam sind? Ist das denkbar für deinen Workflow? Ja. Weil ich habe so aus allem, gerne auch mit einem Brillenglas, okay. Weil da du deine Vorgeschichte einfach auch sag ich mal, am Computer hast und was ich jetzt oftmals so rausgehört habe, dass für dich ein Bild erst dann wirklich finalisiert ist, wenn du auch noch eine konkrete, sag mal, Post-Production-Idee im Kopf hast. Okay, gilt einfach schwarz auf weiß auch? Also nur eine Schwarz-Weiß-Umsetzung? Ich sag mal, für dich ja, weil ich zitiere jetzt auch nochmal eine Aussage von Martin. Oh Gott. Warte, ich muss sie mal eben finden. Festgenagelt. Ja, deswegen darfst du das jetzt auch. Ich fotografiere am liebsten in Schwarz-Weiß. Ja, das so, deswegen darfst du auch... Achso, wirst du die revidieren jetzt? Ja, es ist mit Sicherheit auch ein Entwicklungsprozess. Ich fotografiere nach wie vor wahnsinnig gerne Schwarz-Weiß, aber ich habe halt festgestellt, dass es manche Bilder gibt, die müssen einfach in Farbe dastehen. Ich würde mich selber limitieren, wenn ich das so machen würde. Es gibt Fotografen, die machen das, ja. Alles wunderbar. Ich liebe auf denen ihre Bilder. Aber also das links ist tatsächlich nur eine Schwarz-Weiß-Umsetzung. Rechts ist noch mehr nur schwarz, weil da habe ich gar nichts retuschiert. Überhaupt nichts. Gar nicht, echt? Nur, rechts habe ich gar nichts retuschiert. Weil die Kontraste ja wirklich echt intensiv sind, ne? Ja, aber du kannst ja auch, es gibt bei der Panasonic-Kamera, es gibt ja verschiedene schwarz-weiß Monochrom-Einstellungen. Und Monochrom-Einstellungen, ja. Auch Filtereinstellungen, da kann man schon relativ leicht. Also da hast du die Kontraste in der Kamera schon ein bisschen gefriemelt, okay. Ja, gut, da gibt es noch ein anderes. Zwingst mich da in Sachen rein, das ist ja wirklich... Ja, du wusstest ja auch, was du dich hier einlässt, ne? Bedrängt. Ja. Da musst du jetzt noch eine halbe Stunde durch und dann wirst du nachher nochmal offline bedrängt, wenn der Stream vorbei ist, hoffe ich doch. Tatsächlich hast du mich erwischt. Da gibt es wenig out of cam. Das ist tatsächlich so. Das ist auch ich finde, da gibt es ja auch gar kein richtig und kein falsch. Bloß uns interessiert ja jetzt auch deine Person, wie du halt dazu stehst. Ja, also was ich zum Beispiel früher auch gar nicht gemacht habe, ist, was ich in letzter Zeit vermehrt mache, ist Männer fotografieren. Es ist ein bisschen anders wie Frauen zu fotografieren. Weil? Macht aber genauso Spaß. Was ist anders? Du hast mehr Freiheiten mit dem Licht. Ich sage jetzt mal so, viele erliegen ja am Anfang dieses Problem, du hast ein Model fotografiert und hast bestimmtes Licht benutzt. Mhm. Du sagst, das ist ein tolles Bild, super, super. Das nächste Model kommt, du nimmst das gleiche Licht wieder und stellst fest, das funktioniert gar nicht. Mhm. Kann man nicht. Man sieht das manchmal, wenn man ganz gruselige Bilder sieht von irgendwelchen Geschäftsberichten, wo alle Leute mit unterschiedlichen oder mit einem Licht fotografiert worden sind. Bei einem funktioniert es ganz gut, beim nächsten, also man muss ein bisschen nuancieren. Man kann nicht jeden, deswegen einfach da Softbox, dann schauen alle gleich aus. Man muss ein bisschen variieren. Also es gibt Menschen, die vertragen hartes Licht, es gibt Menschen, die vertragen kein hartes Licht. Da muss man einfach, das ist auch eine Erfahrung, deswegen viel fotografieren. Mhm. Das hat man dann relativ schnell raus. Also ich bin jetzt auch niemand, der sagt, du, nur die Softbox.
Das nicht, ich probiere es dann schon auch aus. Also du wechselst Lichtform aber im Shoot einfach mal aus? Ja, sicher, immer. Also okay. Ich bin da, das kommt auch die Taschenlampe zum Einsatz. Also ich habe keine Hemmungen, egal welches Licht zu benutzen, wenn es dem Zweck dient. Mhm. Wenn du sagst, du hast bei manchen Bildern schon während des Shoots eine Idee, wie du nachher in der Post-Production einsteigst. Wovon hängt das ab? Das rechte Bild zum Beispiel. Ja. Das war mir von vornherein klar, dass ich das zu einem Art so ikonenhaftes heiligen Mädchen stilisieren möchte. Das war so. Oder dass ich bei dem Bild links, das ist tatsächlich das Einzige, was wirklich retuschiert ist, ist ihre Zunge. Und zwar nur 1 Zentimeter. Aber nicht viel. Wirklich nicht viel. Und die Schlange hat diese Bewegung gemacht. Das sind übrigens wie kleine Hunde. Also die sind total zutraulich, wenn man länger mit ihnen arbeitet. Nee, es geht. Also das war zum Beispiel auch ein super Shooting. Also weil das Model vorher auch noch nie mit Schlangen gearbeitet hatte. Das war eine echte Herausforderung. Aber war, und die sind nicht kalt und nicht glitschig. Es war einfach. Die werden nachher, wenn die dann Vertrauen gefasst haben, geht's gut. Da wollen die von der Hand nicht mehr runter, dann musst du richtig abziehen. Okay. Geht. Während des Shoots zeigst du die Ergebnisse dem Model oder wartest du bis hinterher? Gibt ja auch zwei Meinungen wie zu ganz vielen Themen. Ja, also das würde ich auch jedem anraten, dass jeder, der jetzt so sagt, ich möchte mich da in der Porträtfotografie weiterentwickeln und ich habe einen Workshop gemacht und jetzt buche ich mir mal ein Model oder ich habe hier ein TFP-Model, zeigt dem Model die Bilder. Da gibt es nämlich diese beiden Themen, Fremdwahrnehmung und Eigenwahrnehmung. Auch wieder aus den Anfängen meiner Fotografie. Ich hatte einen Burlesque-Star, der heute in Hollywood ist, fotografiert auf der Bühne. Und alle Bildrechte abgegeben. Die hatte sich mit Bühnenwachs, das ist nicht heiß, das ist kalt, mit Bühnenwachs übergossen. Und ich habe ein Foto gemacht und ich fand das Bild sensationell gut. Schick ihr das und sie sagt, nein, nicht veröffentlichen. Und dann bitte fragen. Also wenn immer ihr Fotos macht und das Model sagt, lieber nicht, es gibt einen Grund dafür. Für sie war der Grund, sie hat einen Bauch. Sie hatte noch nie einen Bauch gesehen. Aber mit Photoshop 1 Millimeter rein war die Sache okay. Aber einfach erfahren. Also es ist ja kein totes Wesen, mit dem ihr da arbeitet. Also ihr wollt ja wissen, wie die agiert. Und deswegen finde ich es wichtig, dass man im Nachhinein, selbst wenn man so ein bezahltes Model, ihr habt alle Bildrechte. Ich würde trotzdem dem Model Bilder zeigen, einfach zu erfahren, wie sieht sie sich und wie siehst du sie. Mhm. Das bringt dir im Verlauf von vielen Shootings schon eine Möglichkeit zu wissen, da könnte es Probleme geben, weil die meint, sie hat zu dicke Oberarme. Mhm. Hat sie nicht, aber es ist dann die Eigenwahrnehmung. Kann es aber nicht auch mal sein, dass es dann nach hinten losgeht, wenn man merkt, man liegt komplett weit auseinander und man findet... Aber auch ein Shooting und nie wieder. Ne? Ja, klar. Ja. Bei einem bezahlten Auftragsshooting ist das eh, da entscheidet der Kunde und sagt, ja, klar. Da kannst du sagen, warum habe ich das Bild mal geschickt? Das ist so. Ja? Entschuldigung, ja, bitte. Da habe ich eine Frage. Und zwar, weißt du schon vorher, wie das Ergebnis sein soll? Jetzt zum Beispiel in diesem Bild mit der Schlange, hast du dir das vorher so vorgestellt, in Bezug auf die Zunge oder vorher das eine Bild? Nee, also bei dem nicht. Bei dem war es so, ich habe Bilder aussortiert, Bilder gesucht, das Bild hat mir gut gefallen, aber das gewisse Etwas hat mir gefehlt. Ich weiß, dass manche sagen, wenn um Gottes Willen retuschiert und geht gar nicht und die Zunge verlängert. Für mich war es für die Bildaussage was wichtig, deswegen habe ich es gemacht. Dazu stehe ich auch. Kann ich auch jedem erzählen. Es ist ja nicht so, dass er sagt, nein, das ist alles so, das ist woke up like this. Nein, das ist so. Also ich suche mal ein anderes raus, wo das der Fall war, wo ich tatsächlich, das ist ein bisschen schwierig ohne Brille, das zu machen. Also hier das Bild auf der rechten Seite. Das Bild auf der rechten Seite lag tatsächlich ein Dreivierteljahr auf der Festplatte. Ich habe mit diesem Bild nicht gewusst, was ich damit machen soll. Und ich habe für den anderen Job, den ich gemacht habe, musste ich Vintage-Bilder suchen. So 50er, 60er Jahre. Habe dann verschiedene Bilder gefunden und da gibt es natürlich auch eine Menge alter Fluggesellschaft-Werbung. Und da habe ich gedacht, okay, das könnte passen. Habe das Bild genommen, da ist auch nicht wahnsinnig viel retuschiert, ein bisschen Farbe, ein bisschen, ich benutze ein Programm, das nennt sich Camera Back.
aufgemerkt. Insider-Info, ne? Insider-Info. Genau. Kann aber jeder nochmal mir schreiben, ist überhaupt kein Problem. Das Ding kostet $40, kann auch RAW-Bilder verarbeiten, aber es ist mehr für mich da, um Looks zu erzeugen. Mhm. Ja. Funktioniert recht gut und dann habe ich diesen Vintage-Look gemacht und mir einfach von so einer Uralt-Werbung dieses Ding zusammengestellt, British Overseas Aircraft Corporation, habe das gepostet und das finde ich dann gut. Dann hat mir tatsächlich jemand geschrieben und hat gesagt, oh, meine Mutter war zu der Zeit bei der British Overseas Aircraft Corporation als Stewardess. Das muss ich unbedingt zeigen. Und die war begeistert von dem Bild. Also denke ich mir, hat sich gelohnt. Dreiviertel Jahr gewartet, dieses Bild lag eigentlich tot auf der Festplatte. Hätte ich ja vorher löschen können, aber nein, ich habe es behalten. So viel zum Thema löschen oder behalten. Es gibt natürlich auch Bilder, die liegen vermutlich 10 Jahre auf der Festplatte, aber das hat es geschafft, tatsächlich. Ja. Vielleicht mal ganz kurz zu diesem Bild auf der linken Seite. Da war ich eigentlich auch nur Beobachter, weil das war ein Workshop in Berlin, war eine andere Workshop-Gruppe, die hat ihn fotografiert. Da haben wir gedacht, super, der Mann steht perfekt im Licht. Habe ich halt das Bild gemacht. Und so führte das auch wieder zu den anderen Bildern und der Kontakt zu ihm. Mhm. Deswegen, es gibt ja nicht die, du musst dastehen, um dieses Bild zu machen. Bewegen. Das ist einfach Bewegung. Auch Dinge machen, die vielleicht sonst keine anderen machen. Paul Ripke ist das Einzige, der nach vorne gegangen hat Bilder gemacht von der Mannschaft. Mhm. Und nicht auf dem Platz geblieben wie die anderen. Mhm. Jo, also man muss einfach aktiv bleiben und vielleicht auch was anderes machen. Es ist natürlich schwierig. Ich habe eine sehr unterschiedliche Art und Weise zu fotografieren. Bei mir gibt es nicht nur das schöne Mädchen im Kornfeld im Gegenlicht. Gibt es schon auch, garantiert irgendwo. Aber ich kann auch nicht jeden Tag Schweinebraten essen, also gibt es bei mir auch nicht jeden Tag das gleiche Bild. Mhm. Andere können das und wollen das. Die haben zum Teil erheblich mehr Follower, weil das einfach, die Leute mögen gerne nicht überrascht zu werden. Immer wieder auch schönes Mädchen und noch eins. Mhm. So wähle ich aber auch Models aus. Wenn ich einen Model-Account sehe und ich sehe auf 50, 60 Bildern denselben Gesichtsausdruck, nicht meins. Also ja, mag schön sein, aber es ist halt nichts. Ja, genau. Und das mag ich nicht. Deswegen habe ich vielleicht auch Modelle dabei, die jetzt außergewöhnlich sind. Da hinten hängt ein Bild. Und hier, das ist aus einer Serie, nennt sich Skin Deep. Das ist quasi eine Serie, die meine Illustrationen, die sich oftmals in ähnlicher Art und Weise bei den Tattoos wiederfinden, gegenübergestellt sind. Mhm. Also solche Sachen mache ich dann auch. Mhm. Und deswegen bin ich jetzt nicht nur auf der Suche nach den Agenturmodellen, die mich nett anlächeln. Mhm. Das freue ich. Okay. 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 Du hast noch Fragen. Noch so einige, aber ich wollte dich jetzt hier im Fluss nicht, Monolog machen, um Gottes Willen. Nicht unterbrechen. Komm, wir haben es ja nicht umsonst gemacht. Ne? Ich zitiere. Bitte. Die Beherrschung dieser Kommunikation ist zentraler Bestandteil meines Workshops Porträtfotografie. Schon lange vor dem eigentlichen Shooting startet der kreative Prozess, schließt alle daran beteiligten Personen ein. Wie sieht ein gutes Moodboard aus? Welches Modell wähle ich aus? Brauche ich eine Visagistin? Wie finde ich eine geeignete Location? Ja. Also es geht ja halt darum, du sagst, bei der Arbeit auf dem Workshop oder eben auch mit Model, Kommunikation ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Das hat man ja gerade schon mal so ein bisschen angeschnitten. Da gibt es jetzt auch zwei verschiedene Ansatzweisen. Meine ist, ich rede nicht allzu viel. vielleicht können Sie meine Gedanken... Hast du heute eine Ausnahme gemacht für uns? Ich arbeite ja viel mit der Jamari Lee, oder auch jeder kennt, mit der machen wir auch Workshops. Und Jamari ist jemand, die perfekt Menschen in Posen bringen kann. Einfach, weil sie es beherrscht, weil sie früher auch selber Model war. Okay. Ich war kein Model und deswegen würde ich mir nicht anmaßen, jemand in eine Pose zu zwingen. Das Problem mit jemandem in eine Pose quatschen ist, wenn es nicht 100% funktioniert, sieht man das. Mhm. Weil das Model nimmt eine Pose ein, die nicht ihren natürlichen Bewegungen entspricht. Auch die berühmte Hungerpose und so weiter und so fort. Deswegen, ich sage schon mal, bitte jetzt den Kopf heben oder darüber schauen, Schulter drehen, Hohlkreuz,
mehr das, mehr jenes, aber ich mache jetzt keine abartigen Verrenkungen oder versuche, die reinzureden. Das widerspricht meiner Theorie, dass man den Leuten so viel Freiraum lassen soll, wie sie nötig haben oder haben müssen. Arbeite natürlich auf der anderen Seite gerne mit Menschen, die zum Beispiel eine Ballett- oder Tanzausbildung haben, weil die von Haus aus Körperspannung haben und du nicht sagen musst. Ein ganz wichtiges Thema ist Moodboard, da widerspreche ich auch. Kennt ihr den Begriff alle? Nein. Okay, genau. Widerspreche ich einigen meiner Kollegen, das weiß ich jetzt schon. Und zwar ein Moodboard ist eine Zusammenstellung von Bildern, Farbeindrücken, szenischen Eindrücken, also hauptsächlich Bilder oder Illustrationen und kommt aus der Filmbranche, mit dem man das festlegen möchte, was man fotografieren möchte oder im Film, was für Szenen man aufbauen möchte. Jetzt ist es so, ich kenne viele Fotografen, die jetzt anfangen und auch semi-professionell arbeiten, die sammeln sich von Pinterest Bilder zusammen und klatschen die auf so ein Board und schicken die dem Model und sagen, das wollen wir fotografieren. Das ist das Problem, das sind alles fertige Bilder. Fertige Bilder, bei denen man oftmals nicht weiß, wie sie fotografiert wurden, welche Lichtsets angewendet wurden. Und man versteift sich drauf, das nachzufotografieren. Wenn man weiß, wo dieses Moodboard, also so ein Eindruck zu bekommen, herkommt vom Film, wird es heute noch, auch wenn es digital ist, es wird gemalt. Also alle die Sachen, die Star Wars Geschichten, werden heute noch digital gemalt. Warum? Es gibt demjenigen, dass der Produzent weiß, wo es hingehen soll, und der es umsetzen soll, hat aber noch so viel Freiraum, dass er Dinge ein bisschen anders gestalten kann, ohne komplett aus dem Rahmen zu fallen. Und das macht man nicht, wenn man Bilder sich vom Internet nimmt, die fertig sind. Gibt zwar auch da einen Trick, man macht die Bilder, zeigt die dem Model, sagt ungefähr, da geht's hin, und dann legt man das beiseite. Weil dann fängt man an, wenn man das umsetzt, das selber zu interpretieren. Und dann, finde ich, ist man schon eher wieder auf der richtigen Seite. Weil wenn man es nicht 30 Jahre lang Werbefotografie macht und ein Bild exakt nachschießen will, die meisten haben damit Probleme. Und dann ist der Frust da und dann funktioniert das nicht und dann ist das Model schuld und dieser Schissling. Das ist nichts. Und das sollte man vermeiden. Um dich jetzt auch noch ein bisschen zu fordern, machen wir jetzt mal einen wirklich harten Themenwechsel nochmal eben. In welchen Einstellungen fotografierst du? M, A, S, M? Ja, abhängig vom Job, was für eine Belichtungszeit riskierst du oder sagst du, pf, ISO kann ich auch mal hochpushen, das ist egal, ein bisschen Korn mache ich eh rein. Ich kenne den. Ja, also gut, wenn es geblitzt wird, dann versuche ich meistens so clean wie möglich zu arbeiten, ISO 100, 200. Okay. Es gibt manche Kunden, da weiß ich, da kann man ein bisschen experimentieren. Thema Weißabgleich vielleicht auch noch ganz wichtig, wenn man einen korrekten Weißabgleich macht und den auch am Rechner hat, ist das alles super, wunderschön. Was ich halt immer die Erfahrung mache, ist, man macht ein Bild, gibt sich Mühe, speichert das auch ab, schickt es auf Facebook, Instagram und dann sagt jemand, ganz schön grün geworden. Nein, ist es nicht. Vielleicht hast du einen 300-Euro-Laptop. Monitorkalibrierung, ja. Das ist wirklich ein großes Problem. Ich habe allerdings auch schon Kunden gehabt, alles ist perfekt gemacht. Also ich persönlich habe zum Beispiel wahnsinnig gern, wenn mein Weißabgleich auf 5300 Kelvin steht. Das ist ein bisschen unterhalb Tageslicht so, ne? Mag ich. Gibt auch Kunden, wenn du das alles korrekt gemacht hast, selbst mit Weißabgleich dies und jenen, die dann sagen, können wir das noch ein bisschen ins Gelbliche ziehen? Können wir, ne? Dafür habe ich einen Weißabgleich gemacht. Aber also, das ist wieder auch ein Empfinden, der dann meint, es müsste ein bisschen wärmer sein. Es müsste ein bisschen kälter sein, aber im Prinzip ist es schon wichtig, dass man einen korrekten Weißabgleich macht und damit der Kunde vor Ort schon wirklich das Ergebnis sieht, ja. Weil du hättest ja die Möglichkeit, dort hinterher auch am Rechner noch anzupassen. Ja, die meisten schauen auf den Rechner, sagen gut und dann wählen die die Bilder aus und dann wenn du die Sache in Anführungsstrichen, das ist jetzt auch positiv gemeint, aus der Hand genommen bekommst, weil da nochmal Retusche dran kommt, wird das nochmal korrigiert. Also nimmst du tatsächlich ganz klassisch eine Graukarte, um dann einmal richtig einzupegeln? Ja, aber auch nicht immer. Also wenn ich jetzt mal ein freies Shooting mache und nicht draußen rumspringe in der freien Natur, dann nicht unbedingt. Aber Studio ja.
Okay. Keine Frage mehr. Doch. Ich wollte jetzt, also wir sind ja auch sehr dominant jetzt gerade. Die Aufforderung an euch nochmal, ne? Der Martin sitzt jetzt noch hier. Haut raus, wenn auch noch zu anderen Themen irgendwas. Ach nee, du darfst ja gar nicht. Nein, dann, komm. Ja, aber gerade da du es ja gewohnt bist, am Computer Retusche zu machen, etc., Nachbearbeitung zu machen, was hältst du von dem Thema Do It Right in Camera? Ist das für dich was? Also sparst du die Retusche auf oder bist du so einer, der in der Kamera alles richtig macht? Also ich versuche natürlich schon, so viel wie möglich richtig zu machen bei der Aufnahme. Ja, und es fällt mir heute auch mit, seit ich umgestiegen bin, auch viel leichter, das zu tun mit den Lumix-Kameras. Einfach, das ist für mich jetzt ein richtiges Werkzeug. Das ist wie, ich sage immer, wenn ich mit einer Säge fotografieren könnte, würde ich das tun. Und das kommt dem schon nahe. Es ist einfach ein echtes Werkzeug. Mhm. Und dann versuche ich, dieses Werkzeug so einzustellen, dass wenig schiefgehen kann. Mhm. Und dass ich in den Bereichen, in denen ich manipulieren muss, weil ich die Belichtungszeit verändern muss oder weil ich andere Blende nehmen muss, dass ich auch noch immer in den Bereichen bin, wo ich relativ schnell korrigieren kann. Also ich mache jetzt keine Einstellung, wo ich dann nachher dastehe und denke mir, okay, alle mal Pause, wir machen mal, ich habe keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Das vermeide ich schon. Okay. Kann passieren, aber ihr habt es gesehen, wir waren auf der IFA und haben die Kameras vorgestellt und dann kommen natürlich alle Leute an den Stand und kann ich mal haben, das Erste, was sie verstellen ist, sie machen Dauerfeuer quasi, also dann verstellen sie den Modus und verstellen alles. Und dann kommst du bei den Kameras unglaublich, selbst wenn du keinen kompletten Reset machst, unglaublich schnell zurück auf deine Originaleinstellung. Okay. Was für mich auch wichtig ist, weil es ist ein Werkzeug, mit dem muss ich arbeiten, mit dem verdiene ich mein Geld. Und wenn ich mit dem Werkzeug Spaß haben will, dann habe ich es auch. Aber insofern, ich versuche so weit wie möglich in einem Rahmen zu bleiben, was ich machen möchte, ohne dass ich viel korrigieren muss. Also was ich nicht machen möchte, auch wenn man meinen Assistenten dabei hat, dass der mir die Kamera einstellt und mir gibt, wie das manche Fotografen haben. Das wäre jetzt nicht meins. Ich kriege einfach die Kamera in die Hand gedrückt und dann sind... Nee. Okay. Aber gibt's, muss alles geben. Das wäre jetzt nicht meins. Bei der Blende, bei Freistellung, das ist halt schwierig hinterher, was zu korrigieren. Ja. Wie, an welcher Stelle kommt die Blende? Also ich bin als Anfänger, ich bin unheimlich schwer zu entscheiden, was nehme ich für eine Blende. Eigentlich steht das bei mir so erstmal an erster Stelle, weil die anderen Einstellungen... Achso, ja, das ist die Frage, möchtest du viel von der Umgebung mit drauf haben? Ja. Oder möchtest du das... Aber wenn es um Porträt geht, wo es halt klappt, wo ich sagen will, so eine Grenze ist sehr hart, oder soll sehr hart sein, ne? Ja. Zu entscheiden, was für eine Blende. Oder du nimmst einfach dann mal, wie es auch viele machen, 70F200er Tele. Einfach, dann hast du automatisch schon eine Freistellung, wenn du den gewissen Abstand hast zum Modell. Mhm. Es ist viel, es gibt ja diese Regel, diese BDA-Regel, ne? Beweg deinen Arsch, dass man einfach sich auch bewegt, selbst wenn man Zoom-Objektive hat. Einfach bewegen. Ich glaube, die Frage ging tatsächlich ein bisschen in die Richtung, wenn du vielleicht mehr als einen Menschen drauf hast. Ja. Man möchte schon offenblendig arbeiten, um freizustellen, ja, aber die Augen dann aus der Schärfe raus sind. Ne? Aber hast du da so einen Trick? Oder? Da musst du die Leute auch dirigieren. Das ist genauso wie mit, du blitzt und hast Brillenträger. Du kannst nicht jedem Brillenträger sagen, du musst die Brille runternehmen. Also musst du so lange das Licht einstellen, bis halt bis die Reflexion nicht mehr dran ist. Also ist wirklich Feintuning. Das ist Feintuning, ja. Und dann halt viel shooten. Dann kriegt man eine Erfahrung. Das hat mit dem Objektiv gut funktioniert, das ist weniger, ich muss ein bisschen näher hingehen, ich muss ein bisschen weiter weggehen. Es ist immer das Problem, wenn man auch zwei Leute gestaffelt hat und arbeitet offenblendig, das funktioniert nicht. Ich glaube, hier vorne links war noch eine Frage. Ja, du hast vorhin das Museumprogramm in Newton in Berlin, aber auch so erwähnt. Ja. Letzte Woche wurde hier in Düsseldorf, im Museum Kunstpalast, die Ausstellung von Peter Lindbergh. Ja. Hast du die schon gesehen? Nein, leider nicht. Ich habe nur die in München gesehen, aber die jetzt hier nicht, weil es sind ja auch, glaube ich, andere Bilder mit dabei. Ja. Ne? Was ist Lindbergh? Bitte? Ja. Im Vergleich zu Newton, zu Lindbergh. Ich mag viele Bilder von ihm, aber nicht alle. Also, das ist gut, das ist aber bei jedem Fotografen so. Er hat halt eine unglaubliche Art, vor allem wenn man die Bilder sieht oder die Filme sieht, wie er mit seinen Modellen umgegangen ist. Sie haben ihn geliebt.
Die Modelle haben ihn geliebt für seine Art. Da kommt in erster Linie nicht die Fotografie zum Zug. Es ist die Art, mit den Menschen umzugehen. Die Art, sie in Szene zu setzen. Und das macht eigentlich seine Fotografie aus. Es ist noch nicht mal die Schwarz-Weiß umsetzen. Oder es ist die Art zu fotografieren, die Art, mit Menschen umzugehen. Dasselbe ist, also wenn ihr das jemals die Chance habt, eine Ausstellung von Richard Avedon anzuschauen, der hat es auch sehr gut gekonnt. Und meistens sind nicht nur die Bilder, sondern die Filme zu diesen Ausstellungen fast noch wichtiger, weil man mehr über die Menschen erfährt, die hinter der Kamera stehen. Es gab auch in Berlin vor 2 Jahren eine Ausstellung über Bilder von Claudia Schiffer. Und die meisten sind in der analogen Zeit entstanden von ihr. Und da würde ich sagen, 90% waren unscharf. Also da war der Fokus auf dem Knopf oder auf ihren Ohren, aber nicht auf dem Auge. Du stehst aber bei einem 2x3 Meter Bild auch 3 Meter davor und sagst, das ist ja gigantisch. Also, und unser Gehirn fängt an zu abstrahieren. Also unserem Gehirn ist ja nicht daran gelegen, so viel Information wie möglich aufzunehmen, aber eher so wenig wie möglich. Und einfaches Beispiel, was jeder kennt, aus dem Vietnamkrieg, dieses Massaker von My Lai. Und da sieht man den GI und dieses Mädchen, das auf der Straße rennt. Unser Gehirn hat ausgeblendet, war das Bild scharf, war das körnig, war das richtig belichtet. Man hat die Emotion, das Bild mit der Information im Kopf. Aber Sachen wie Korn, wie Belichtungszeit, das ist alles unerheblich. Deswegen über die eigenen Bilder schon auch kritisch schauen, aber jetzt ist nicht jedes Bild, was unscharf ist, auch ein schlechtes Bild. Habt ihr oft festgestellt, ihr macht ein Bild, also ihr steht am Strand, Sonnenuntergang, denkt ihr, Wahnsinn. Wenn ihr jetzt davon ein Foto macht, das schaut mit Sicherheit nicht so gut aus. Das ist einfach auch diese Transformation von dem, was wir dreidimensional sehen und zweidimensional abbilden müssen. Was hier in der Kamera stattfindet, ist reine Physik. Und danach kommt das Künstlerische. Und das macht die Fotografie zum einen so interessant für so viele Menschen, weil ich kann von Makrofotografie, Sternfotografie, Aktfotografie, Landschaftsfotografie, kann alles machen. Für jeden was er machen kann. Aber da ist schon auch die Krux drin, weil es ist keine exakte Wissenschaft. Das, was da drin stattfindet, ist exakte Wissenschaft. Was danach stattfindet, ist einfach Kunst. Und mal mehr, mal weniger, aber und das macht die ganze Sache so interessant, aber auch so schwierig. Du hast gesagt, so schön die Fotografie auch ist, der Tisch soll gedeckt sein, Brötchen sollen auf den Tisch kommen. Womit kommen denn bei Martin die dicksten Brötchen auf den Tisch? Ja, ich mit dem, was ich eigentlich auch nicht so machen wollte, ist Fashion-Fotografie. Aber bitte, so wie ich nicht Fotograf werden wollte, mache ich Fashion-Fotografie. Okay. Und auch Porträtfotografie, ja. Coachings, ja. Natürlich auch die Workshop-Schule. Mhm. Also das ist schon so ein... Wenn jemand, ich jetzt sag mal, auf dem Weg ist, als Fotograf sich vielleicht selbstständig zu machen, um sich vielleicht eine zweite Existenz oder eine Haupt-Existenz aufzubauen, hast du da einen Tipp, wie man, ja, sag mal, Kundenakquise, irgendwann läuft es vielleicht von alleine, wenn man einen gewissen Namen hat, wenn man gewisse Türen auf hat, aber ich sag mal, als du angefangen hast zu fotografieren, hast du ja auch nicht das Standing gehabt, was du jetzt hast. Nee, also von alleine laufen, das glaube ich... Braucht man Glück, braucht man Connections, muss man ja, also Türklinken putzen? Was? Alles. Also Netzwerken ist mit Sicherheit ganz wichtig. Wenn die Leute nicht wissen, dass es euch gibt, wie sollen sie euch buchen? Das ist zum Beispiel banal, aber es ist so. Und dann müsst ihr natürlich an die eigene Fotografie schon einen sehr hohen Stellenwert legen. Ihr müsst schauen, dass die Bilder, die ihr rausgebt, dass die für euch... und möglicherweise auch für andere perfekt sind oder gut genug sind, dass man euch buchen könnte. Bei mir kommt jetzt die Schwierigkeit noch dazu, dass ich jetzt ich bin jetzt nicht der stringente Fotograf, der, wie gesagt, nur schwarz-weiß Porträts von Politikern macht. Mache ich ja nicht. Insofern ist das auch bei mir ein Mix aus Coaching, Workshops, Porträtfotografie, Fashion-Fotografie sind unterschiedlichste Sachen. Aber das macht es auch interessant. Ja. Ich würde mich auch nie auf eine Sache konzentrieren. Okay. Das ist gefährlich. Weil das ja durchaus auch gefährlich. Manchmal so ein Ratschlag ist, man sollte sich sein Spezialgebiet suchen. Denkst du denn, ist es besser, wirklich seinem
Stil, wenn man den dann schon hat, treu zu bleiben oder einfach zu gucken, was ist Trend und ich schwimme die Welle mit, weil ich möchte ja Kunden akquirieren und... Wenn man gegen den Strom schwimmt, bekommt man kräftige Oberarme. Aber es ist schwierig. Also es ist schwierig. Mhm. Schwieriger, wie wenn man mit dem Strom schwimmt. Aber dann hast du natürlich auch viel mehr, bestes Beispiel, Porträtfotografie. Mhm. Würde jeder sagen, na gut, also minimal, manche machen mit 35 mm, aber das sind schon mehr Personen drauf, mhm. Umgebung, 50, 85. Wenn jemand den Porträtfotografen Plato kennt, der Politiker fotografiert, der macht das mit 24 mm. Und dass die Politiker das zum Teil mit sich machen lassen, finde ich erstaunlich. Also wenn man die Bilder von Putin kennt und so, puh, das ist erstaunlich. Aber er ist einen Weg gegangen, den niemand sonst ging. Mhm. Und so muss man schauen, ob man eine Marktlücke findet oder einen Stil findet, der einem liegt. Das entwickelt sich ja auch immer. Okay. Also so wie ich gedacht habe, nee, also Männer fotografieren, keine Ahnung, ist nicht so meins. Mhm. Doch, mache ich gern. Also in den Anfängen bist du tatsächlich auch, hast du Türklinken? Ja, musst du einfach. Das ist, und fängt eigentlich auch ganz einfach an, dass man, ich muss da mal was fragen, könnte ich mal sie fotografieren? Mhm. Ihr müsst ja trainieren, ihr müsst ja besser werden. Irgendwann kommen, also gutes Beispiel, ich kenne auch jemanden, der war früher mit mir in dieser 3D-Branche, ist nach Amerika gegangen dafür und hat zwei Töchter gehabt, die Ballett machen. Mhm. Er hat natürlich, wenn die Töchter getanzt haben, hat er Fotos gemacht. Lustigerweise waren seine Bilder besser wie die von den anderen Eltern. Heute macht er nur noch Ballettfotografie. Das war aber auch nicht beabsichtigt. Mhm. Also man gerät rein, man muss irgendwann mal schauen, wenn der Faden sich da bewegt, dass man den vielleicht in die Hand nimmt und ein bisschen verfolgt. Und, ja. Aber es ist, Fotografie ist in Bewegung. Also das ist ja, so wie ich nicht ausschließen möchte, dass ich vielleicht irgendwann mal sage, nur noch Landschaften, keine Ahnung. Das wäre ja dann auch wieder ein Thema hier für den Frame Club. Ne? Dann wirst du nochmal wiederkommen, wenn in zwei Jahren Martin Dürr der Landschaftsfotograf. Okay. Aber vermutlich reinrollen, keine Ahnung. Also das sollte man vielleicht nicht ausschließen, aber also mir macht es, was mir unglaublich Spaß macht, ist sowas in einem Workshop zu vermitteln. Und man bekommt ja oft Menschen, die schon ein gewisses Maß an Fotografie haben, aber einen eigenen Stil verfolgen wollen. Und jetzt auch nicht wissen, was das Richtige ist. Und da ein bisschen zu helfen. Feintuning. Man sieht nie jemand, der bei mir in den Kurs kommt, soll auf gar keinen Fall Bilder so machen, wie ich sie mache. Das wäre ja furchtbar. Mhm. Wer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt selbst keine eigenen Spuren. Also das ist auf jeden Fall versuchen, den eigenen Stil zu entwickeln, weil es ist manchmal schwierig. Ich sage immer, Fotografie ist kein Ponyhof. Es ist nicht leicht, macht aber Spaß. Mhm. Also einfach mal die Frage in die Runde, wer fotografiert freiwillig oder wird dazu gezwungen? Also alle fotografieren, schätze ich, freiwillig, es macht Spaß. Warum sollte ich in meinen Kursen den Leuten Spaß nehmen? Mhm. Es gibt überhaupt keinen Grund. Aber ich kann, wenn ich sowas mache, das natürlich auch so verpacken oder Aufgaben mit einbauen, dass es spannend wird und man selber an eine Grenze kommt. Es gibt manche, die wollen darüber hinaus, manche nicht. Mhm. Immer wieder Kursteilnehmer, die im Kurs super Bilder machen, dann fotografieren sie wieder alleine, dann nicht so gut. Manche, die stetig besser werden, im normalen Leben auch. Mhm. Aber man kann ihnen helfen. Du hast jetzt gerade gesagt, schön ist es oder ein Ziel sollte es sein, einen eigenen Stil zu entwickeln. Mhm. Zweigeteilte Frage, aufgepasst. Ab wann kann man vom eigenen Stil sprechen? Und Frage 2, vielleicht müsste ich es auch andersrum stellen. Es gibt rein statistisch gesehen im Jahr 2020, weiß ich nicht, 53 Millionen Fotografen auf der Welt. Ist es da überhaupt noch möglich? Also ist nicht jedes Foto schon gemacht worden? Ist nicht jeder Stil schon mal entwickelt worden? Ja. Das ist die Schwierigkeit bei der ganzen Geschichte. Du bist ja nicht allein auf dieser Welt. Und Fotografie ist ein Business, was können sich viele leisten, weil die Kameras ja auch, es gibt ja auch günstige Kameras, die wirklich gute Bilder machen. Und die Sache mit dem Stil, das sagen dir eigentlich die anderen, ob du schon einen Stil hast oder nicht. Mhm. Nicht du selbst, weil die erkennen deine Bilder.
Mhm. Oder sagen dann. Also es geht um Wiedererkennung. So typischer Klaus, hey, super. Hör ich oft. Ja. Daran erkennen, also das ist eigentlich etwas eher, was die anderen erkennen, weil du selber bist ja manchmal im Zweifel, ob das genau das richtige Bild war oder nicht. Mhm. Und ich bin auch manchmal erstaunt, dass ich sage, also das Bild finde ich jetzt, das ist eines meiner besten im letzten Monat und dann finde das aber andere nicht. Hast nur du dazu gesehen, ja? Ja, okay. Also bei mir war leider bei Instagram mein Selbstporträt, was ich gemacht habe, eines der meistgelikten Bilder. Okay. Ich habe auch gedacht, Kinder. Vielleicht doch nochmal die Profession wechseln. Ja, aber es, zum Beispiel auch wieder so eine Sache, es gibt eine spanische Fotografin, ich weiß gar nicht, leider den Namen vergessen, den Namen bin ich nicht so stark, die macht nur Selbstporträts. Oder gibt es auch eine deutsche Fotografin? Ist auch eine Herausforderung. Versucht es einfach mal, Selbstporträts zu machen, also richtig stilvolle Selbstporträts. Ist nicht leicht. Erfahrt ihr sehr viel über euch selbst. Absolut. Ja. Absolut. Dinge, die ihr gar nicht wissen wolltet. Nein, ist eine Schwierigkeit. Und ja, wie gesagt, kann man sich weiterentwickeln. Deswegen, klar, in der Workshop-Schule habe ich immer gesagt, ich komme zu den Workshops. Aber zwischen den Workshops muss man auch schauen, dass man sich selber weiterentwickelt. Und das ist so eine, ja, es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht, aber es wird ja oftmals mit Erfolg gekrönt, weil man Bilder auch selber produziert, zu denen man stehen kann. Ich gucke hier so ein bisschen auf die Uhr. Ja. Wir sind zumindest Livestream-mäßig schon ein bisschen überzogen. Ja, die kommen, die machen wir auch noch. Das würde ich gleich noch. Oder brennt es so unter den Nägeln gerade? Dann raus damit. Komm, meine Fragen kann ich mir merken. Ich sehe es. Ja, das passt zum Thema gerade. Ich wollte fragen, was macht für dich ein gutes Porträt aus? Also wenn du zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, 200 Bilder fotografierst in einem Fotoshooting-Modell, was muss das eine haben oder die zwei, die quasi? Ja, also ich, eigentlich ganz wichtig ist, dass ich es mir immer wieder anschauen kann. Das ist schon mal eins. Es gibt manche Bilder, die wähle ich aus, die finde ich vielleicht ganz toll in dem Moment, aber deswegen, ihr müsst auch mal Bilder liegen lassen oder mal Bilder bearbeiten und dann kann man natürlich nach gestalterischen Gesichtspunkten oder so kann man sagen, das Bild ist gut gelungen, aber auch Bilder, die vielleicht andere Leute ansprechen. Also ihr habt ein Bild gemacht, ihr findet es selber ganz gut, aber andere finden es super. Das sind solche Dinge wie diese, wie andere Leute euch wahrnehmen oder das Bild, was ihr gemacht habt und ob es auch das ist, was du dir vom Shooting vorgestellt hast. Du gehst ja auch mit einer gewissen Erwartung rein. Du hast dir das Model ausgesucht, weil das ganz tolle hohe Wangenknochen hat oder weil es ganz lange tolle rote Haare hat. Und damit bezweckst du ja, was du möchtest, das ja irgendwie in den Vordergrund stellen und ganz toll darstellen. Und wenn dir das bei einem Bild besonders gut gelungen ist, dann hast du ja eigentlich deine dir gestellte Aufgabe erfüllt. Aber wir können das nachher gerne nochmal anhand von ein paar Bildern auch erläutern. Ich würde noch zwei Fragen stellen wollen, bevor ich dann nochmal in euch die Runde die Frage stelle, ob da noch Fragen sind, bevor wir dann zum gemütlichen Teil übergehen. Hast du auch schon mal das Gefühl gehabt, ja, wie formuliere ich das jetzt in einem Hauptwort, so eine Art Fotografie-Agonie, dass du so einen Punkt hast, wo du sagst, ich habe keine Kreativität mehr, ich habe keine Ideen mehr, ich habe gar keinen Bock, ich verkaufe alles und gehe angeln. Also diesen, wo man, ich sage, ihr werdet... Ja, okay, als Beispiel. Ersetze das durch Fernsehgucken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch mal kennt, dass ihr manchmal so Punkte habt. Das ist normal, gehört dazu. Wie geht man damit um? Hast du einen Tipp, um sich da wieder aus diesem Loch rauszuziehen? Weil das wäre ja... Es gibt viele gut geschriebene Bücher darüber. Nein, das Wichtigste ist einfach erstmal tatsächlich Abstand zu gewinnen. Ich kenne auch selber miterlebt, mehrfach, auch in diesem illustrativen Bereich und im 3D-Bereich, dass du an den Punkt kommst. Ganz schlimm ist, wenn du hast eine Produktion gemacht, eine sehr aufwendige Produktion, wie man mal im Jahr 2000 für Sat.1 eine gemacht und der Job war von heute auf morgen, weil der dann auf Sendung gegangen ist und quasi der ist einen Tag vorher fertig geworden, Cut. Vorher 14 Stunden Tage, dann dieser 2000 Meter Blick und du hast gar nichts zu tun, weil du hast nichts zu tun. Du kannst vielleicht die Festplatte säubern, aber und aus diesem Tief wieder rauszukommen. Ja, es gibt
muss ich ehrlich sagen, es gibt gut geschriebene Bücher darüber, speziell für Designer und Illustratoren, wie die aus kreativen Tiefs wieder rauskommen. Okay. Aber es ist tatsächlich so, einfach erstmal Abstand nehmen, schöne Ausstellungen besuchen, einfach mal nichts machen, was damit zu tun hat, um dann irgendwann wieder einzusteigen. Okay. Es funktioniert oftmals so, dass man irgendwann wieder die Lust bekommt und sagt, man sieht ein Bild von irgendeinem und sagt, also entweder sagt man, das ist ein tolles Bild, oder man sagt, ja, das hätte ich aber besser machen können. Mhm. Dann ist man schon wieder angefixt. Aber dass dieser Punkt kommt, das ist ganz, das gehört dazu. Der kommt immer. Nicht entmutigen lassen, kreative Null. Pause. Null. Okay. Ja. So, die Frage des Abends, dann möchte ich jetzt auch den offiziellen Teil abschließen, ist so ein bisschen was wie eine Gretchenfrage. Ich glaube, wir alle möchten auch Lumix-Ambassador werden. Wie machen wir das? Ersetze Lumix vielleicht durch Nikon oder Canon. Es geht ja nicht um die Marke. Warten. Nee, an dieser Stelle natürlich ein Dankeschön an Panasonic und Lumix, die das überhaupt möglich gemacht haben, dass ich heute hier sitze. Ich habe, wie gesagt, viele meinen, ich hätte was bezahlt bekommen. Nein, ich habe mir die Kamera aus eigenen Stücken gekauft und habe angefangen, damit zu produzieren. Mhm. Da war auch der Gedanke an Lumix Ambassador nicht gegeben. Mhm. Ich habe Bilder gemacht und es gibt bei Lumix auch ein eigenes Forum, da habe ich natürlich auch Bilder gepostet und auf Instagram und so weiter. Und eines Tages kamen die halt auf mich zu. So einfach. Das ist blöd, ich weiß, es ist ganz einfach. Manchmal ist es ganz profan. Manchmal ist es profan, ja. Ja. Aber so ist es. Ich würde sagen, wir warten dann einfach auch mal zu. Wir haben ja auch alle Kameras von namhaften Herstellern. Vielleicht wird es eines Tages noch passieren, ne? Ja. Nie die Hoffnung aufgeben. Nie die Hoffnung aufgeben. Ja, das ist, ich würde mal sagen, für den offiziellen Teil ein schönes Schlusswort. Das kann man ja auf ganz viele Dinge abtrahieren, nie die Hoffnung aufgeben. Aber jetzt ist nochmal der Punkt, wo ihr zumindest im Livestream die Chance habt, Fragen zu stellen. Das habt ihr gleich natürlich auch noch. Aber vielleicht ist das jetzt auch eine super coole Frage, wo der Martin in Straucheln nochmal kommt. Ich gucke jetzt einfach mal eine Runde hier ins Gegenlicht. Da hinten. Ich habe eine Frage. Ja. Moodboards sind in der Regel gezeichnet. Ja. Was macht man, wenn man Zeichenlegasthenie hat? Nimm die ruhig vom Pinterest, nimm die Bilder, okay. Tauscht die mit der Model aus. Ihr könnt ja auch noch während des Shootings einmal kurz anschauen und dann wird das Ding aber weggelegt. Okay. Und dann fängst du an zu interpretieren. Manche Bilder hast du eh schon wieder vergessen, die da waren. Und dann fängst du an, dass du ins Spiel kommst und sie ins Spiel kommt, was ganz wichtig ist. Und eigene Fehler muss man immer selber machen. Die kann man nie jemand anders machen lassen. Aber dann fängst du an, deinen eigenen Stil zu entwickeln. Und das finde ich ganz wichtig. Also insofern ist nichts Böses dran, dass man diese Bilder nimmt und mitnimmt. Aber nicht gucken, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Das ist frustrierend und kommt nicht zum Ziel. Sie hatten gesagt, einige Gesichter vertragen hartes Licht oder weißes Licht. Mhm. Was sind so die Kriterien dafür? Also normalerweise die Hautbeschaffenheit. Also natürlich, wenn ich jetzt hier ein ukrainisches Model habe mit sehr schönen hohen Wangenknochen, dann würde ich schon mal ein bisschen vielleicht Beauty-Tisch mit Wabe einsetzen, weil das einfach, das kann man wunderschön rausarbeiten. Wenn jetzt jemand kommt, der vielleicht auch schon ein bisschen älter ist, eine sehr grobporige Haut hat, möchte aber eigentlich super aussehen auf dem Bild, dann nehme ich vielleicht doch lieber eine Softbox. Es gibt Menschen, die kommen zu einem und sagen, ich weiß, was in Photoshop alles möglich ist. Holen Sie alles raus, wo man sagen muss, ja, aber, nein. Was zahlen Sie? Also nicht alles. Aber man muss es auch ausprobieren. Deswegen, Fotografie ist bis dahin eine exakte Wissenschaft, aber alles, was man daraus macht, da würde ich gerne auch ein bisschen, das dauert 10 Minuten, einfach mal eine Lichtform austauschen, um zu sehen, ob es kommt. Das Bild muss ja dann der Betreffende nicht sehen, kann man sagen. Okay. Nee, ich bin noch am Testen, alles gut. Also, einfach ausprobieren. Jonas, ich weiß. Wir müssen Feiern machen. Okay. Ja, bevor wir jetzt. Oder? Darfst du gleich, aber das letzte Wort hast du, genau. Ich muss noch mal einmal ganz kurz einen raushauen. Ja, das ist ja. Also, vorm Frame Club ist ja nach dem Frame Club oder umgedreht. Ich möchte sowohl den YouTube-Zuschauern als auch ihr, die hier seid, uns euch alle nochmal herzlich einladen, am nächsten Frametab teilzuhaben. Der wird im April sein, grob in 2 Monaten. Da hängt schon ein Plakat. Da wird zwar nicht der Martin da sein, aber der Mike, der hat die letzten beiden hier stellvertretend für mich gerockt.
Da werden wir uns mal ein bisschen behaken über ein sicherlich provokantes Thema. Was ist denn besser, Spiegelreflex oder spiegellose Systeme? Das ist ja durchaus aktuelles Thema, was, glaube ich, auch mal schon mal gerne Emotionen hochkochen lässt. Da werden wir, glaube ich, dann einfach auch mal ein wenig provozierend in diese Thematik einsteigen. Genau, da hoffe ich ganz viele von euch halt auch wiederzusehen. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu dem Punkt, wo natürlich der Gast, der Martin, das Schlusswort hat. Ich möchte mich hauptsächlich bedanken bei Foto Koch, bei euch allen hier, dass ihr teilgenommen habt, für die Zuschauer an den Radio und Tele. Genau, wo sie uns auch überall zugehört haben, genau. Vielen Dank für die Fragen. Also wie gesagt, nachher können wir die Fragen auch noch beantworten. Machen wir einfach weiter. Danke an Panasonic, danke an meine Familie und ja. Dann genau, auf Wiedersehen, YouTube, schön, dass ihr bis hierhin dabei wart. Schade, dass ihr nicht hier in echt dabei wart, weil jetzt kommt erstmal das richtig abgefahrene Programm. Bis dahin, tschüss.